Heute seht ihr die Top 5 der besten App-Spiele im ganzen Play Store. Diese müsst ihr auf jeden Fall anschauen. Wenn ihr nicht das geheime beste App-Spiel am Ende des Videos verpassen wollt, schaut bis zum Ende und los geht's. Und dafür Mökan starb natürlich als kleiner Welpe. Guck mal, was ist denn das für ein Ding? Ey, wir sind so... Oh, und jetzt bin ich direkt schon ein normaler Hund gerade geworden, ne? Und jetzt kann ich sogar hier das größere Fleisch essen. Und kann dann so... Oh mein Gott, Bro, was ist denn das? Was denn? Ein Cerberus, hä? Und wir können jetzt hier so langlaufen und hier diese komischen Teile einsammeln. Was ist denn das jetzt hier für eine Ratte? Was ist das denn für ein ekliges Ding? Das ist eine nackte Katze. Katzendämon. Oh, wir müssen durch die ganzen Steine pfeffern, aber nur bis 2,6. Okay, das kriegen wir noch mehr hin. Oh, und jetzt sind wir hier in einem Labor. Wer bist denn du? Ich bin anscheinend der krasse Professor und ich kann jetzt hier anscheinend diese Teile einsammeln, die ich gerade eben in der Runde eingesammelt habe. Dann kann ich die hier auf den Tisch legen, mal. Und durch diese Teile geht es anscheinend durch so eine neue DNA oder sowas durch. Dann haben wir so kleine DNA-Boxen und diese DNA-Boxen können wir hier anscheinend hinlegen und verkaufen? Guck mal, die legen wir jetzt hier hin. Und dadurch kriegen wir, siehst du hier oben? Ah, richtig gut. Einfach kriegen Geld. Kriegen wir einfach Geld, Bro, hä? Wie krass ist denn das, bitte schön, gerade? Jetzt haben wir gerade schon mal 3 Dollar. Ja, und 4 Dollar. Hä, wie krass ist denn das, bitte schön? Okay, warte mal, dann. Ich gehe mal ganz kurz hier hin, stapfe nochmal die Teile, leg nochmal hier rauf. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt hier in die nächste Runde rein. Denn wir können nämlich anscheinend auch so neue Tiere, sehe ich hier gerade, holen. Und sogar Level 1 und so steht dann, ne? Da kriegt man, das kostet 5 Dollar. Das heißt, warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe und das Geld mir schnappe, kann ich dann jetzt hier das Level 1 Ding kaufen? Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube schon. Kann man eigentlich... Ja, guck mal. Oh, 2 Stück. Jetzt haben wir sogar schon 2 verschiedene DNAs. Okay, das ist krass. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen wieder rein durchs Portal jetzt hier. Ne? Einfach kurz reingehen. Sind wir hier wieder ein kleiner Welpe. Können wir nicht als kleiner Welpe auch in eine Runde rennen? Wie sie, oh, okay, das war's dann. Ich meine, wir können probieren, aber ich glaube nicht, dass wir damit weit kommen. Ja, das stimmt. Also wir können es gleich mal probieren, ob wir... Oh mein Gott, wenn wir dann hier... Die Tore gehen erst auf, wenn wir Cerberus sind, ne? Ja. Oh, und jetzt hier alles schnappen jetzt hier. Zack, zack, zack. Und noch jetzt hier die 2 Teile. Jetzt gegen den Nacktmulch auch noch kämpfen. Wieder. Kätzdämon. Und bam, bam. Ich schlag so schnell, wie es geht, ne? Und er fliegt. Yo. Alter, aber er ist wieder bis 2,6, ne? Also wir haben noch nicht, wir sind noch nicht stärker oder sowas geworden. Aber ich glaube, dafür sorgt jetzt hier gleich unser Professor. Oh, wenn wir jetzt hier viel? Diese Teile... Ey, jetzt haben wir echt voll viel gerade bekommen, ne? Das ist gerade mehr als eben. Und die gehen auch jetzt, guck mal. Ah, jetzt verstehe ich das Level-Upgrade, was sie gemacht haben. Denn, guck mal, wie schnell jetzt hier diese Boxen gesammelt werden, weil es durch 2 DNAs gejagt wird. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Tatsache. Jetzt haben wir alle Boxen und jetzt können wir die alle direkt schon hier rauflegen. Und jetzt werden die alle direkt zu Geld. Okay, das ist krass. Das heißt, wir gehen jetzt von da direkt wieder rein in die nächste Runde. Und in der Zeit wird das jetzt zu Geld gemacht. Und dann können wir vielleicht gleich schon irgendwie eine Spinne oder sowas werden, ne? Hä, ist die Anzeige links, ist die größer geworden? Die Anzeige? Du meinst die Stärkeanzeige? Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier sogar schon, ist so irgendwelche krassen Bälle. Alter. Da müssen wir aufpassen, auf jeden Fall. Vorsicht, auf! Ah. Ey. Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir sind auf jeden Fall, ich habe ein bisschen was mitgenommen, ich habe 24 Stück. Und jetzt hier geht's wieder gegen diesen Katzendämonen. Boah, ey, die haut dich einfach. Bam! Oh, und die geht diesmal nur bis 2,5, also diesmal weniger sogar, ne? Ja, aber guck mal. Hier, guck mal, wie viel jetzt hier gerade ist. Yo. Was geht denn jetzt? Ich kann gerade nicht mehr sammeln. Ich habe jetzt zu viel auf meinem Rücken. Muss einmal jetzt ganz kurz alles hier, zack, ablegen. Und hier nochmal neu drauflegen. Und ich sehe gerade, dass unser Geld nur gesammelt wird, wenn wir hier quasi in diesem Bereich chillen. Also, wenn wir quasi losgehen und neue Tiere bekämpfen, dann kriegen wir gar kein neues Geld, sondern es wird irgendwie so gestoppt. Sehe ich gerade. So, dann lass uns einmal hier alles einsammeln und dann hier schön rauflegen. So, dass wir wieder neues Geld bekommen. Jetzt hier schön alles einmal aufs Fließband drauflegen. Muss jetzt sogar oben gestapelt und sowas. Richtig gut. So, zack. Und dann kriegen wir nämlich jetzt... Vielleicht können wir ja gleich schon als Spinne machen. Als Spinne, ja, das glaube ich nämlich jetzt auch. Weil jetzt kann ich hier nämlich ein bisschen noch Geld einsammeln. So, und es sind noch 2 Dollar. Komm schon, noch ein. Und einer fehlt doch. Ja, okay. Yo. Und jetzt kaufen wir direkt mal hier das neue Tier. Und zwar haben wir jetzt hier... Oh mein Gott, eine Spinne. Hä? Wir können es nicht aussuchen. Bedeutet, sind wir beides? Warte mal, ich gucke jetzt mal. Ich gehe jetzt mal... Doch, jetzt bin ich hier die Spinne. Lol. Und jetzt esse ich hier irgendwie anderes Fleisch. Jetzt esse ich so Fischfleisch. Hä? Tatsache, Spinnen. Und jetzt bin ich eine Tarantel. Jetzt bin ich schon eine Tarantel gerade. Und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Fleisch esse, dann werde ich zu einer... was denn das? Eine Arantschne. Ich weiß auch nicht, was das ist. Auf jeden Fall sieht die Spinne echt ganz schön heftig aus, ne? Richtig krass.
Schon wieder okay, neue lass mal. Hindernisse. Neue Hindernisse auf jeden Fall. Guck mal, es bewegt sich jetzt hier sogar. Okay, ich hab, Alter. Oh mein Gott, ich hab alles eingesammelt. Was ist denn das für ein Krass. Gegner? Was ist denn das für ein Ding? Lava-Gigant? Oh, yo! Okay, der wurde aber bis 2,6 Grad gepfeffert, sehe ich gerade, ne? Wie viel? Hä? Und jetzt haben wir gerade wieder extrem viele von diesen Teilen, ne? So einmal schön hier alles wieder reinsammeln, reintun. Und auch das hier nochmal ganz kurz reintun. Und ich glaube, es ist schlau, wenn wir... Oh, warte mal, was ist eigentlich das hier für ein Teil? Was ist denn das für ein Gerät? Das ist, glaube ich, ein Müllsack. Ich glaube auch, das ist ein Müllsack oder so. Also das sieht auf jeden Fall ganz, ganz komisch aus. So, warte mal, lass uns mal hier das Geld einsammeln. So, ein bisschen Geld einsammeln, haben schon 12 Dollar. Aber vielleicht kommen wir ja weiter, wenn wir unsere DNA erweitern mit 45. Das habe ich nämlich auch das Gefühl. Wenn wir jetzt hier gleich Level 2 werden, so einmal ganz kurz alles raufsammeln hier. Genau, wenn wir jetzt hier nämlich Level 2 werden, dann haben wir, glaube ich, noch eine weitere DNA und vielleicht schalten wir, glaube ich, nochmal weitere Tiere frei. Das könnte natürlich gut sein. Ich würde sagen, ich sammle noch ein bisschen Geld jetzt hier ein, aber wir gehen schon mal in die nächste Runde. So, und wir sind erstmal wieder eine ganz normale kleine süße Spinne. Und pass auf, jetzt werden wir wieder zu dieser komischen Arantje oder was auch immer das hier war. Und zwar die hier. Was ist, wenn du jetzt nicht voll weg... Glaube, dann, ja, tut man sich nur selber weh. Ja, das stimmt. So, jetzt hier schön einmal, oh, alles einsammeln. So, hier, oh, so viel es geht. Oh, die Axt, die habe ich getroffen, glaube ich, gerade, ne? Ey, ja. Die habe ich, glaube ich, gerade gestriffen. Ah, okay, jetzt habe ich der Lava, aua, der hat mich zweimal gehauen. Hä? Ich glaube, der fliegt diesmal nicht so weit. Und na, 2,6, okay. Aber wir müssen es hier auf jeden Fall ein bisschen im Labor verbringen, weil das Geld sonst nicht neu erschaffen wird. Es wird nur erschaffen, wenn wir hier im Labor chillen. Das heißt, einmal alles hier so kurz drauf machen. So. Und schön diese Teile einsammeln und hier schön rauflegen. Jetzt kriegen wir, glaube ich, richtig viel Geld. Ich frage mich, ob wir auch irgendwas machen können, damit wir quasi mehr bekommen pro so Dose oder was auch immer das jetzt hier entwickelt wird, ne? Pro Genetikdose. Ja, ich glaube, das wird Ketchup draus gemacht. Ich glaube auch, dass da Ketchup draus gemacht wird, ne? So wie das aussieht. So, jetzt haben wir hier alles, okay, perfekt. Das heißt, jetzt haben wir alles einmal auf den Rücken und alles jetzt hier rauflegen. Jetzt haben wir so viel es geht, ob ich jetzt hier gerade drauf. Genau, man kann sogar Dreier-Sachen machen. Oha. Das heißt, jetzt haben wir extrem viel dort drauf und wir warten jetzt einmal ganz kurz, bis wir 45 Dollar haben. Oh, ich sammle jetzt hier das Geld mal ein bisschen ein. Da sind wir sogar schon bei, oh, 44 Dollar. Es fehlt noch ein Dollar, der jetzt hier, oh. Und jetzt können wir nämlich hier Level 2 kaufen. So. Und, oh mein Gott, jetzt haben wir sogar schon drei DNAs frei, ne? Hä? Okay, warte mal, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier nochmal hin, nehme das Geld an und jetzt gehen wir nochmal hier rein und jetzt sammeln wir mal ganz viele DNA-Teile, weil ich glaube, jetzt kriegen wir gleich extrem, extrem viel mehr, weil wir ja dieses eine Ding jetzt gekauft haben. So, Arantje. Oh, die sieht so gruselig aus. Ey, die sieht richtig fett aus, ne? Die sieht extrem krass aus. So, hier, hä? Nur drei Teile. Das ist ein kurzes Level? Das ist ja extrem kurz, das haben nur 9 Stück eingesammelt, leider. Ich sag, wir hauen den jetzt über 3. Na, komm schon! Und. Ey, nur 2,6, ne? Wir kommen nicht weiter. Aber wir haben wieder neue Teile eingesammelt. Jetzt sollte es, glaube ich, so gehen, dass wir schneller. Genau, ich glaube, jetzt wird das schneller verwandelt, ne? Kann das angehen? Ja, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Oh, stimmt. Im mehreren Sekundentakt. Guck mal, jetzt kommen die aber, einfach alle. Aber können wir auch rechts unser Geldmaker besser machen? Das frage ich mich auch, ob ich hier irgendwas übersehe, ob man hier irgendwo hingehen muss. Ich glaube nicht, ne? Irgendwas aktivieren muss, weil es wäre cool, wenn wir quasi das Ding schneller laufen lassen könnten. Vielleicht müssen wir dafür ja dieses neue Tier holen. Dieses für 75 Dollar. Das kann sein. Das könnte nämlich auch ganz gut sein, ne? So, warte mal, ich nehme nochmal hier das ganze Geld. Aber es kostet 75. Also das ist auf jeden Fall, ja, ein bisschen teurer. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz da rein und sammeln ein bisschen mehr von diesem coolen, wie heißt es gerade nochmal, ne? Dieses, die DNA. Diese coole DNA, die wir da immer auf der Strecke haben. So, bisschen Fleisch noch einsammeln. Jetzt das fette Fleisch. Und nochmal ganz hinten. Zack, die Araschne, ne? So, ey, ich habe so Angst vor Spinnen, ne? Oh, ich habe auch echt Respekt vor Spinnen, muss ich sagen. Ich glaube, ich wurde gerade wieder treffen lassen. Ne? Mich treffen lassen, ne? Das war nicht so schlau. Ich würde auch gerne mal gerade wieder den Hund spielen. So. Stimmt. Bam! Oh, aber das sieht schon mächtig aus, wie der Rest. Hä? Nur 2,2? Hä? Warum haben wir denn ja zu wenig gehabt? Ich weiß es nicht. Okay, da können wir dann ein bisschen DNA jetzt hier wieder reinpacken. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier... Aber oh, das geht jetzt viel, viel schneller als vorher. Guck mal, wie schnell jetzt hier... Das aber stimmt. Es bringt uns ja nichts, wenn das jetzt so schnell geht links und wir rechts dieses Ding haben, was halt voll langsam geht. Guck mal, wie langsam der diese Teile da reintut. Voll langsam. Ich habe irgendwie so alle 3 Sekunden gerade mal eins. Aber wollen wir mal wieder gleich als Hund rein? Ja, ja. Ich glaube, wir vermissen wir...
Also, guck mal, letztes Level ist eine Spinne hinterher. Ja, muss ich hier hingehen einfach? Und den irgendwie auswählen oder so? Nee, ne? Nee, tatsächlich nicht. Also das kann man jetzt auch, glaube ich, gar nicht auswählen. Also ich würde jetzt gerade gerne mal wieder ein Hund sein. Aber anscheinend funktioniert das gerade noch nicht. Ich glaube, wir haben auch noch nicht genug Geld. Genau, das ist, glaube ich, noch nicht genug, um $75 zu werden. Das heißt, wir gehen noch einmal rein jetzt hier, Leute. Und dann machen wir so, dass wir jetzt hier gleich das neue Tier freischalten. So, jetzt hier schön das ganze Fleisch wieder einsammeln. Ich sehe auch, glaube ich, gerade ist gleich ein gutes Level jetzt hier am Start. So, von Tarantel zu Arantxa. Und oh Gott, es kommen schon wieder diese komischen Spikes und uns entgegen, ne? Wir sind eben gerade nicht so weit gekommen, weil du oft getroffen wurdest. Oh, okay, ich wurde jetzt gerade ein bisschen oft getroffen. Oh no. Komm schon. Ich sag bis 2,5 kommen wir. 2,5, ja gut. Aber guck mal, wie viele Teile wir jetzt gerade bekommen haben, ne? Ja. Also das ist jetzt, glaube ich, gerade genug, um jetzt gleich das neue Tier, glaube ich, zu bekommen, ne? $75 zu kommen. So, jetzt hier schön einmal alles vollfüllen. Und dann jetzt hier schön, guck mal, jetzt hier schön alles einsammeln, die ganzen Teile. Guck mal, ich habe so viel, dass ich gar nichts mehr tragen kann gerade, ne? So, jetzt alles wieder rauf machen hier, schön alles rauf und hier nochmal die Teile noch einsammeln. Boah, wir machen eine vierte Reihe jetzt. Und wir machen jetzt zum ersten Mal die vierte Reihe, ne? Alter, was? Guck mal, okay, jetzt haben wir echt genug Blöcke und jetzt haben wir auch echt genug Geld, um jetzt hier abzuwarten. Das heißt, wir müssen ja kurz abwarten, Leute. Lasst in der Zeit ein Like und ein Abo da, bis gleich. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt alle ein Like und ein Abo da gelassen habt, Leute. Und wir haben jetzt, gerade mal $69. Es fehlen noch 70? $5 für das nächste Tier. Was glaubst du, dass das so für ein Tier ist? Das sieht irgendwie... Das könnte auch ein Fisch sein. Fisch? Eine Ziege? Das ist doch keine Ziege. Ein Kopf von einer Ziege. Das da, ein Kopf von einer Ziege, sieht eher aus wie so ein Pokémon. Irgendwie. Okay, wir werden das jetzt herausfinden. $75 haben wir jetzt hier angesaved, Leute. Jetzt gehen wir schön einmal... Okay, das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt in Action sehen. Mal gucken. Wir gehen rein ins Portal. Hühnchen. Hühnchen. Ein Chicken Küken. Ein Küken, was Mais ist und Erbsen und Salat? Doch, wir sind echt schick. Stimmt. Guck mal. Ein Vogel? Oh, was werden wir? Ein Phönix? Ich weiß auch nicht, was wir werden. Was? Ich das wusste. Hä, Bro, wir sind einfach... Ist das nicht von Pokémon? Nein. Also ja, es sieht aus wie ein Pokémon, stimmt. Oh mein Gott, ich habe eins übersehen leider. Aber, Alter, was ist denn das für ein Gegner? Hä? Evil Spirit. Bam! Oh, jetzt sind wir noch getroffen. Auch wieder 2,6. Fast 2,7 aber. Jetzt haben wir nochmal genug solcher komischen Röhren, die jetzt nochmal hier raufzupacken. Weil können wir hier, ich will wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier gleich Level 3 sind und alles haben, ich will wissen, was dann passiert. Weil dann haben wir ja das Spiel sozusagen durchgespielt, ne? Durchgespielt, ja, stimmt. So, jetzt hier wieder die ganzen Teile mitnehmen, Leute. So, und hier wieder schön alles hinpacken. So, sehr gut. Hier auch nochmal ganz kurz die Teile mitnehmen. Und, die auch noch übrig sind. So, und auch nochmal hinpacken. So, guck mal. Sehr gut. Jetzt hier fast alles wie eine... Geld. Fast wie eine Viererreihe gemacht, ne? So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Geld. Und jetzt können wir nochmal einmal schön kurz nochmal wieder genug sammeln. Weil wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel DNA. Weil $125 stand, glaube ich, gerade, ne? Das wir brauchen. Das ist nämlich $25. Ey, das ist glaube ich mein Favorite, ne? Was Alter, ist dann, Phönix ist richtig cool, ne? Also ich muss sagen, Phönix ist auf jeden Fall eins der coolsten, die wir bis jetzt gespielt haben. Guck mal, jetzt kann ich auch probieren, alles einzusammeln. Oh ja. Ich habe alles eingesammelt, wir wurden nicht einmal getroffen. Hast du dich getroffen? Zack, zack, zack und boom. Oh, er hat uns trotzdem zweimal getroffen, ne? Hat der, ja. Aber, Also dieses 2,6, ne? Aber wir sind fast bis 2,7 gekommen. Ich weiß, es war richtig knapp gerade. Das war extrem knapp gerade. Okay, also ein Ding bringt uns $1, ne? Diesmal, aber wir haben wieder viel mehr bekommen, ne? Du hast fast viel rein. Ich habe jetzt fast vier rein, naja, das ist richtig krass. Jetzt hier wird auch wieder alles eingesammelt. Jetzt kann ich, guck mal, mehr kann ich gerade gar nicht tragen. Boah, jetzt machen wir hier richtig viele Reihen. Jetzt sind wir schon bei der vierten Reihe. Wir machen gleich eine fünfte. Wir machen jetzt die fünfte Reihe. Ja, ja. Guck mal, jetzt kommt die fünfte. Oh mein Gott, es geht nicht mehr. Nein. Es geht nicht mehr, was? Hier ist das Maximum. Warte mal, wir haben jetzt 1, 2, 3 und das mal 4. Das heißt, wir haben jetzt gerade noch zu wenig. Wir haben noch zu wenig gerade noch, ne? Das ist so viel, ich kann das nicht mal berechnen. Ja? Na, guck mal, wir haben oben auf der ersten guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, so 3 mal 5 mal 15. Wir haben jetzt gerade so ungefähr 60 Stück. Ja. Also, und jetzt sammle ich noch ein bisschen Geld ein. Nee, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Geld. Wir brauchen noch mehr Geld, um das letzte Level freizuschalten, Leute. Und dafür lassen wir nochmal ganz kurz hier unser kleines Hühnchen ein bisschen rumtanzen. So, die Erbsen essen, den Mais essen jetzt hier, ne? So, Phönix kann auch hier die Salatköpfe essen. Zack, zack, zack. Zack. Und zack. Und jetzt wird's heftig. Ich sag dir jetzt, hab ich nicht einmal getroffen. Ich werde nicht einmal... Oh, hä?
Wie wurde ich denn jetzt da getroffen? Du hast gerade DNA eingesammelt und hast Damage bekommen. Ja, wie geht das denn? Ich aber 2,6? Das wird kein guter. 2,6? Aber der Anfang von 2,6. Also hätte man auch noch mehr machen können. So, jetzt ich überlege gerade, wir brauchen, glaube ich, noch eine Charge oder sowas, ne? Wir brauchen noch eine Charge. So, nochmal alles einsammeln jetzt hier. Das müssen wir alles rauflegen. Und dann, so, wir sind schon wieder voll. Müssen kurz warten. Hier nochmal den Rest bitte rauflegen. So, den Rest ist raufgelegt. Wir gehen noch einmal hier rein. Weil ich glaube, dann haben wir nämlich genug, um quasi dann abzuwarten und das letzte Level freizuschalten, Leute. Und dann bin ich mal gespannt, was man denn bekommt, ne? Da haben wir alles freigeschaltet in diesem Spiel. So, Phoenix. So, jetzt hier ein bisschen Salat noch mitnehmen. Aber essen die auch in echt diesen weißen Salat? Diesen Nein, ich krieg schwer Schaden. Ja, das ist. Du fliegst immer dagegen. Ich flieg aber gar nicht dagegen. Warum krieg ich denn Schaden? So, jetzt hier. Hau ihn dann rein. Komm schon und zack. Er wird uns nochmal getroffen. Aber kommt schon Ende 2, nee, Anfang 2,6. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal gut was eingesammelt jetzt hier. Das wird jetzt hier schön wieder darauf gebracht. So, auch nochmal hier den Rest mitnehmen. So, sehr gut. Jetzt können wir hier nämlich hier die Teile mitnehmen. Und jetzt können wir es schön nochmal hier rauflegen, weil jetzt haben wir hier ganz, ganz, ganz viel Geld vorne liegen. Und das können wir jetzt eigentlich gleich nutzen, um richtig reich zu werden und das Level 3 Ding dazu holen. So, ich glaube, jetzt haben wir hier genug gerade. Deswegen sammeln wir schon mal das ganze Geld jetzt hier ein. Oh, es fehlt nicht mehr so viel. Es fehlen nur noch $50 ungefähr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen warten, Leute. So, jetzt haben wir hier den restlichen Ding drauflegen. Ich glaube, jetzt haben wir hier genug Geld. Mal gucken. Jawohl. Viel zu viel. Sogar wie ein bisschen mehr als geplant, ne? Okay, dann lassen wir hier runtergehen. Jetzt können wir nämlich Level 3 kaufen. Oh mein Gott. Zack. Und jetzt haben wir alle gekauft. Okay, ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt neue DNA dorthin bringen. Mit dem krassesten, ich würde schon fast sagen Pokémon, ne? Weil ich habe Phoenix. Das ist echt ein Pokémon. Das ist schon echt gefühlt ein Pokémon, ne? So, jetzt hier, guck mal. Zack, 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 zack. Oh. Sagst du, ey, sag mal ehrlich, was glaubst du, wie weit kommen wir jetzt? Ich hoffe doch extrem weit. Schon wieder mitgenommen. Ich habe alle. Ich habe alle aus dem mitgenommen. Aber ich habe dafür 24 Stück. Komm schon. Und? Ja, wir haben ihn trotzdem weit weg. Guck mal, wir haben ihn trotzdem auf 2,4. Weil ich so oft getroffen wurde, leider, ne? Okay, jetzt will ich mal wissen, was passiert, wenn ich die jetzt hier rauflege. Weil jetzt sind alle. Oha. Okay, also er zählt die auf jeden Fall extrem schnell, ne? Guck mal, sind jetzt alles extrem schnell, Leute. Guck mal, jetzt hier schön einmal nochmal hier die Dinge rauflegen. Das Problem ist halt nur, es bringt mir nicht so viel, da ich hier die ganze Zeit warten muss. Guck mal, ich kann die so einkreisen. Und warte, da muss ich mich selber treffen. Und ja, guck mal. Wenn ich das enger mache. Leute. Die Köpfe von denen, guck mal, wie groß die werden. Und da waren Schlüssel, die hätte ich einsammeln müssen. Richtig okay, also Mülkan, heute haben wir eine Mission. Und zwar, wir wollen heute zur allergrößten Schlange werden. Ne? Guck mal, erstmal hier das Geschenk ein. Ah, das Geschenk müssen wir auch so Dings einkreisen. So, Achtung, Sekunde. So, einmal ganz kurz einkreisen. Oh, es ist weggeflogen? Es ist echt schwer. Okay, ist gerade gar nicht so einfach. Es fliegt die ganze Zeit weg. Wir können es anscheinend noch gar nicht einsammeln. Okay, dann lass mal hier die Menschen auf jeden Fall einmal nehmen. Und boom. Oh, was? Hä, wir sind eine Regenbogenschlange. Yo. Kann ich die jetzt einsammeln? Das Geschenk? Nee. Hä? Wir waren einfach gerade eine Regenbogenschlange. So, warte, wenn man so viel auf einmal nimmt oder was, dann wird man zu so einer Regenbogenschlange. Oh, du hast sogar einen gegessen. Ich habe echt einen gegessen, du hast recht. Ja, warte mal. Guck mal. Kann ich die essen? Oh. Ich glaube schon. Wenn er die Zunge rausnimmt, ne? Dann kann ich die, glaube ich, essen, die Leute. So, warte eine Sekunde. Jetzt müssen wir hier schön. Oh ja. Den geholt. Ja. Wow, ich habe den gegessen. Du hast recht. Okay, jetzt noch den Arm jetzt hier. Guck mal. Sorry, Kollege. Und da vorne ist nochmal der Schlüssel. Den schnapp ich auf jeden Fall. Und die ganzen Diamanten hier. Die dicken Diamanten. Und wer ist denn das? Du willst hier so einen Boss einkreisen oder was? Oh. Oh, komm schon. Oh, er will sich befreien. Was? Alter. Okay, das sah auf jeden Fall echt mega verrückt aus. Was haben wir jetzt hier? Wir haben nämlich die Möglichkeit, Mülkan, unsere Schlange aufzuleveln. Guck mal, auch die Ladezeit hier. Denn dass wir auch essen können, mal zwei. Ich glaube, oben auf jeden Fall ist die Größe, ne? Ich glaube, oben ist echt die Größe. So, und dann machen wir nochmal ganz kurz das hier. Okay, und wir haben sogar neue Skins, also quasi so Skins, die wir freischalten können im Laufe des Dingens. So, das heißt, neues Item. Und das heißt, wir können die Schlange erstmal so machen, in der Farbe. Richtig gut. Die sieht richtig gut aus jetzt hier, ne? So, dann lassen wir hier gucken, ob wir die Kisten essen können oder sowas. Können wir die essen? Oh mein Gott. Guck mal, da hat schon wieder irgendwen. Ja, wow! Und ganz viele Dinge. Ich glaube, das ist ein Bonuslevel. Das ist, glaube ich, echt so ein krasses Bonuslevel, ne? Guck mal hier, wie der auch einfach die ganzen Hühnchen isst. So, hier, den Schlüssel.
Und hier nochmal ganz kurz die Kiste einsammeln. So, wow. Wow. Alter, die... Oh mein Gott, das war voll viele Münzen. So, warte, jetzt nochmal hier ganz kurz die mitnehmen. So, die Münzen mitnehmen und nochmal ganz kurz das Hühnchen hier essen. Wow. Und ich hab's gegessen. Und hier ist noch eine Kiste. Jo. Aber was ist denn das für ein Boss? Der Boss sieht echt krass aus, ne? Das ist irgend so ein... was ist das? Hä? Ist das ein Geldsack? Du hast recht, das sieht aus wie ein fetter Geldsack, ne? Sag jetzt nicht, da kommt jetzt, oh mein Gott, extrem viel Geld und Juwelen raus, wow. Was, wie viel kommt da rausgeschossen? Und wir haben ein neues Item, aber ich habe ja erst die Farbe geändert, also brauchen wir es gerade noch nicht, ne? Sieht ja richtig krass aus. Okay, Sekunde mal, wir können jetzt erstmal mal hier das wieder upgraden und die Ladezeit auch. Ich weiß gar nicht, was die Ladezeit sein soll, vielleicht wie schnell man wieder essen kann. Aber jetzt schnappen wir uns mal hier das Geschenk. So, pass auf. Geschenk wird jetzt hier schön ein... Ah, das lebt aber, das geht die ganze Zeit in die Luft, rum auch immer. Und die Diebe wollen dich klauen. Nein. Oh nein. Oh, ja, ich glaube, die Diebe wollen mich klauen. Die werden jetzt erstmal alle auf alle einmal... Alle zusammen? Oh, boom. Und die Regenbogenschlange. Alter, das sieht so krass aus. Jetzt haben wir... Oh, der Moment der Wahrheit, Mölkan. Was wählen wir aus? Oben rechts. Oben rechts? Oh, oh. Die 45 Juwelen ist, glaube ich, nicht schlecht, okay, ne? Oben links. Um links und 60 Coins. Die goldene Mitte. Goldene Mitte und nochmal 60 Coins. Ich glaube, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Klar, den Top-Price haben wir jetzt natürlich nicht bekommen. Aber wir haben ordentlich Juwelen dafür bekommen jetzt gerade, ne? Zack, hier nochmal die mitnehmen. Und wir können jetzt hier natürlich uns davon neue Skins kaufen. Wir haben nämlich 193 Juwelen. Und können jetzt auch hier anscheinend so ein Item uns holen, so einen Hut. Und hat einfach unsere Schlange einen Hut auf. Wie cool sieht das denn aus, Alter? So, komm, wir upgraden nochmal das hier und das hier und nochmal das. So, und der ist anscheinend so ein richtig krasser Boss, weil der möchte auf uns so Sachen werfen, siehst du? Guck mal jetzt hier. Oh, stimmt. Warte. Oh, wenn er mich jetzt da trifft, ne? So, pass auf, Kollege. So, komm mal her. Ah, und wow, ganz, Alter, ganz viele kleine. Jo, was geht jetzt ab? Und Sekunde und boom. Let's go. Alter, was war denn jetzt da gerade los? Hier wieder ein neues Item, aber ich habe mir ja gerade erst den neuen Hut gekauft, ne? So, und wir haben schon wieder jetzt die ordentlich gewonnen. Und ich würde sagen, die Schlange länger machen. Essen machen wir mal 3. Und ich würde sagen, nochmal das und nochmal das. So, und jetzt geht's hier schön rein in die ganzen Menschen. Hier nochmal den Schlüssel mitnehmen. Oh, Regenbogenschlange. Regenbogenschlange und der große Juwel. Oh. Alter, wie gut. Oh, Achtung. Und zack, den haben wir auch eingesammelt. Ey, wie cool ist das denn, bitteschön? Das ist extrem cool. Da kaufen wir auch direkt mal wieder hier Level 8. So, und jetzt haben wir hier anscheinend... Officer. Ein Officer. Und jetzt sind wir extrem lang schon, ne? Wie groß du bist. Und boom. Rein alle auf einmal. Amazing. Sagt er hier. So, jetzt nur hier ganz kurz den Schlüssel mitnehmen, ne? Hier das Geschenk vielleicht. Oh, komm schon, muss man das irgendwie so langsam einkreisen oder was? Weil wir haben noch nie das Geschenk bekommen, ne? Ja, noch nie, ne. Verstehe nicht, wie man das bekommen soll. Es hüpft ja die ganze Zeit nur rum. Oh, egal. Dann gehen wir um alle jetzt hier rum. Zack. Und boom. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder zum Juwelen. Oh, umkreisen. Und den haben wir auch bekommen, weil wir lang genug waren. So. Welches Item wollen wir jetzt bekommen, Mölkan? Wo soll ich hinklicken? Wollen wir diesmal andersrum machen? Wir machen erstmal unten rechts. Unten rechts. Okay, mal gucken, was kriegen wir? 10 Juwelen. Jetzt mal hol du den Top-Price. Ich mach den Top-Price, der ist in der Mitte links, ist der Top-Price. Oh, 90 Münzen. Okay, jetzt darfst du nochmal entscheiden. Ich glaube, in der Mitte rechts. In der Mitte rechts. Und Top-Price! Wir haben, 14 Juwelen, das war jetzt nicht so eine krasse Runde. Das ist natürlich richtig schade gerade gewesen. Oh, was ist denn jetzt hier los? So, erstmal machen wir, sagen, Load-Time machen wir noch ein bisschen höher. Jetzt haben wir hier wieder komische Kisten, die wir einmal, boom, aufsprechen können. Ach, wieder ein Bonus-Level. Genau, mit so Juwelen und Coins und sowas drin. Guck mal, jetzt hier sind voll viele Juwelen. Hier sind wieder Münzen, die wir alle einsammeln können, ne? Oh, das ist richtig gut. Wo sind hier noch welche hingeflogen? Ja, hier sind auch noch welche. Pass auf, jetzt gehen wir hier schön multimäßig um alle gleichzeitig herum. Boom! Alter, wie viele Münzen es gerade regnet. Hä? Boah. Kreis mal alle oben gleichzeitig ein. Ja, das mache ich jetzt auch. Das wird wahrscheinlich richtig krass werden. Also hier nochmal ganz kurz die Diamanten. Alter, wie viele sind denn bitte schon jetzt hier gerade am Start gewesen? So, pass auf, jetzt hier werden wir probieren, alle gleichzeitig einzukreisen. Oh. Ja gut, nicht alle leider, oder? Fast, komm schon. Jo, wie riesig, ne? Also. Ja, okay. Jetzt müssen wir nur einfach enger und enger werden. Enger und enger. Und hey, warum gehen die nicht manche drauf? Muss man die essen? Manche entkommen dir sogar. Ich weiß, manche entkommen einfach. So, jetzt kommt hier erstmal schön, bam, die Explosion.
Hier kommt eine schöne Explosion. Und hier kommt eine schöne Explosion. So, jetzt werden hier schön... Also, ach, die werden alle gegessen. Das sind Schafe, so, die man essen soll. Und hier nochmal Coin-Explosion. So, ich will jetzt dieses Geschenk essen. Warum kann ich dieses Geschenk nicht essen? Das verstehe ich nicht. Oh, langsam. Was ist da drin? Oh, nee. Langsam. So. Oder vielleicht draufklicken? Raufklicken? Nee, das bringt auch nichts, leider. Also man kann es... Wir müssen es bis nach hinten mitnehmen oder so. Hinten in die Ecke oder so schieben. So, hier sind noch ein paar Sachen, die müssen wir mitnehmen. So. Die helfen uns hier auch viele Juwelen und auch wieder viele Coins. So, guck mal, alles hier schön mitnehmen. Jawohl. Und hier. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das Geschenk vielleicht da in die Richtung bewegen können. Das heißt, wir nehmen das mal ganz kurz hier so mit. Warte. So, komm mit, Geschenk. Und... Ah! Sagst du... Oh, oh. So. Ja. So. Ich glaube, das muss man so machen. Und. Ja. Nein! Nee, okay. Nein, er fährt einfach allein. Ich habe das nicht ganz reingeschoben, leider. Okay, wir müssen jetzt schnell hier den Geldsack zum Platzen bringen. Boom, ganz viele Juwelen und Coins. Sehr gut. Davon kann man uns auf jeden Fall erstmal schön eine weitere Länge kaufen. Und noch eine Länge. Warum nicht, ne? So, warum nicht? Und wir werden auf jeden Fall gleich mal unseren Skin wechseln. So, jetzt erstmal schön hier. Die ganzen Feuerwehrmänner. Und boom. Und warte, warum geht der nicht drauf? Hä? Oh, was? Der muss erstmal gegessen werden. Das ist ja ganz komisch jetzt hier. So, tut mir leid, Kollegen, dass ihr jetzt hier gegessen werden müsst. So, Achtung. Und bam, Alter. Was kommt jetzt hier raus? Müssen wir hier warten? Oder was ist da? Krieg ich den Diamanten hier? Nee, den krieg ich gar nicht. Okay, wir gehen rüber hier. Und wenn jetzt alle auf einmal... Der Baseballspieler. Auf einmal. Oh, boom. Was? Alter. Triumph. Okay, was hier? Hier haben wir noch einen weiteren Schlüssel. Und hier können wir, glaube ich, wieder einmal schön um die ganzen rumgehen, ne? So. Oh mein Gott. Ich glaube, der und grüne Baseballspieler greift dich eigentlich an. Glaubst du, der grüne, der greift mich an, glaube ich? Ich glaube schon, ja, ja. Was ist, wenn wir jetzt hier mit so einem Regenbogen jetzt hier hinten reingehen? Alter, oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh mein Gott, ein riesen Feuerwehrmann, Alter, was denn das? Oh, wie rot er wird und wie sah das denn aus, Alter? Ich würde sagen, ich glaube, wir kaufen jetzt erstmal wieder Essen. Ladezeit. Ah, gut, okay, mehr kann man es auch nicht kaufen. Okay, wir kaufen jetzt erstmal ganz kurz nochmal einen neuen Skin, ja? So, einen neuen Skin. Was? Und auch einen neuen Hut. So ein Sombrero. Okay, das sieht auch schon mal witzig aus. Jetzt haben wir hier so eine Sombrero-Schlange. So, Kollege. Aua. Oh, direkt. Was? Den haben wir direkt geholt. Und jetzt hier, zack, die. Dann die. Oh mein Gott, wir nehmen hier alle auseinander. Was geht denn jetzt hier ab, Alter? Wir nehmen sie alle auseinander. So. Oh mein Gott. Die nehmen wir ganz kurz. Oh. Zack, Alter, was ist denn da passiert? Hä? Okay, nur Juwelen noch holen. Es kommen anscheinend noch mehr. Die wollen mich hauen. Die hauen mich die ganze Zeit. Obwohl wir die nette Kollegen. Schlange sind. Boom! Ist doch, wenn wir eine nette Schlange sind. Verstehe ich gar nicht. Komm, wir machen jetzt mal die Ladezeit. So, jetzt hier, tut mir leid, kleine Damen, ne? Ihr werdet jetzt hier einmal bam! Und bam! Und zack! Okay, jetzt komm, Alter, lass dich schnell durch. Gut. Und du kletterst hoch! Oh, ich kletter in die nächste Etage, Mülkern. So, jetzt wie hier gut. Den Schlüssel schnappen, dass wir vielleicht wieder eine Kiste aufdingsen können. Ich frage mich, wie man das Geschenk bekommt. Das will ich immer noch wissen. Vielleicht im Regenbogen. Oh ja, du hast recht. Nee, geht einfach nicht. Passiert aber nichts. Das kann nicht sein. Oh, und die haben wir einfach komplett gegessen, die Arme. Okay, was nehmen wir jetzt hier für Kisten? Du darfst jetzt entscheiden. So, wir nehmen erst direkt die Mitte. Mitte. Und 80 Münzen. Oh, bist du gut? Oben Mitte? Oben Mitte. Und 70 dann unten Münzen. Mitte. Unten Mitte ist Top-Price. Unten Mitte. 70 Münzen. Ich weiß nicht, was der Top-Price ist. Warum kriegen wir den nicht? Ne? Das ist vielleicht irgendwie so ein krasser Schlangenskin oder sowas, ne? Glaube den ja. Kriegen wir einfach nicht. So, komm schon. Oh, die werden jetzt alle drauf gehen, alle auf einmal. Ey, pass bloß auf, das ist ein Hammer, zack, ne? 10. Oh, du hast recht. Oh. So, noch ein Schlüssel direkt hier. Guck mal, wenn wir die alle auseinandernehmen. Wow. Boom. Wir sind direkt schon wieder. Warte, ich muss, glaube ich, den da vorne noch holen, ne? Der ist gar nicht draufgegangen. Der ist ausgewichen wieder, ja. Der ist ausgewichen. Und den Kollegen, warte. Ey, Kollege. Hallo. Ja. So, jetzt haben wir wieder ganz viele hier. Die werden alle auf einmal eingeschlängelt hier, ne? Oh mein Gott, und bam, 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 bam. Was? Oh Gott, vorsichtig. Ich bin jetzt einfach durchgegangen hinten zum Endboss. Hä? Hab ich noch, da ich sind hab doch noch welche übersehen. Links. Stimmt, du hast recht. Guck mal, wie lang wir sind. Alter, wir sind, aua, hä? Ah, wir haben gerade Länge verloren. Und zack, und zack. So, jetzt hier bloß kein Hammer. Jetzt nochmal die Juwelen einsammeln, ne? So.
Und dann geht's ja schön einmal rumdrehen. Wow. Und komm schon, schnell tippen. Oh, oh, ja. Der wurde so auseinandergenommen, Alter. Was? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall richtig viel Geld. 5.400 Dollar. Und wir sind jetzt auf jeden Fall vielleicht schon Level 13. So, ich kaufe jetzt mal hier Essen. Dann Level 11. Dann Level 12. Und Ladezeit. Oh mein Gott. Und jetzt können wir, glaube ich, alle... Ey, wie groß sind wir jetzt? ...hier uns gönnen, ne? So, guck mal. Schön. Oh. Oh, die, warte mal, kriegen wir hier den Schlüssel? Geht das? Und was? Der ist einfach out of map. Den kriegen wir gar nicht. Können wir den essen oder so? Nee, es geht gar nicht. Ist doch voll frech. So, pass auf, wir gehen jetzt wieder schön einmal rum. Die Kühe, aber die platzen nicht. Die muss man essen, ja. Die müssen wir essen, leider. Das heißt, schön einmal so rum. Die Kühe essen. Kühe sind auch lecker. Kühe sind lecker, Schmecker hier, Alter. Nix los. Können wir jetzt hier einmal schön rumgehen. Und boom. So, einmal vorsichtig. Jawohl. Und einmal jetzt hier schön zack, 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 zack. Und die dicke Kuh auseinandernehmen. Ja, die wurde direkt gegessen. Die wurde direkt gegessen, die Kuh, Alter. Und jetzt kommen hier noch die ganzen Dinger hin. Und jetzt schön nochmal den Geldsack nehmen. Was ist eigentlich dieses Blitzzeichen da oben? Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass wir ein bisschen schneller sind. Ja, es könnte sein, ne? Dass wir uns so einmal so boosten oder sowas. Werden wir jetzt gleich sehen. Boah. Jetzt können wir uns diesmal sogar gar nichts leisten. Wir haben gar nicht genug Geld. Okay. So, jetzt habe ich schon... Das ist mal 12 anscheinend gleich. Also wir kriegen gleich anscheinend mal 12. Ich glaube, du bist gerade bei so einer Polizei-Academy oder so, ne? Boom, boom und zack. Ja, guck mal, direkt der nächste Preis. Und hier müssen wir einmal den Gangster-Boss hier einmal holen. Wow. Boom. Der war auf jeden Fall sehr leicht zu holen, muss ich sagen. Jetzt hier nochmal schön einmal bumm rum. Dann die einmal und zack, jawohl. Und hier schön nochmal die Juwelen schnappen und nochmal den großen. Jetzt werden die auseinandergenommen, Mürkan. Hier den Schlüssel alle auf einmal hier kommen. Schön dick rum, ne? Ah, ich kann aber nicht alle auf einmal nehmen, leider. Dafür sind wir irgendwie gerade noch zu klein. So, dann machen wir erstmal die hier. Und, hä? So, warte. Oh, mein Kreis gar nicht groß genug, so. Aber wir sind leider nicht regenbogenmäßig jetzt gerade geworden. Das so, stimmt. Hier die noch geholt. Und ich glaube, den Rest essen wir einfach. So, hau rein, Kollege. Hä? Ich kann die gar nicht darauf, essen. Du hast doch darauf Dings, Cooldown. Ah, stimmt. Du kannst sie nicht recht. Immer direkt essen. Was, wenn ich jetzt hier raufklicke? Ist das der Cooldown oben irgendwie? Weiß ich gar nicht. Kann sein. Hast du auf den Blitz gedrückt? Ja, habe ich gedrückt, da ist nichts passiert. So, Achtung, Kollegen. Hey, ich krieg die jetzt gerade nicht, warum auch immer. Jetzt! So, einer weg, und der nächste! Jetzt! Und den ist du! Den, bam, haben wir zum Platzen gebracht hier. Komm schon, Juwelen, und nochmal den großen Polizeiboss. Komm schon, Polizeiboss, du wirst jetzt hier eingeschlängelt und geholt. Und zack, jawohl, Leute, wir haben den letzten Boss besiegt. Schau mal, Mülkan, wir können hier einfach irgendwie so ein, was ist das, ein Hogwarts-Besen malen oder so? Ein Besen! Ja, aber wir können doch sogar unseren Bonus gerade claimen. Dann kriegen wir nämlich direkt 300 Dollar und damit können wir schon mal unsere Attacke und sogar mehr Dingens hier holen. Okay, pass auf, ich mal ganz kurz hier das Teil nach, den Besen nach, ne? Boah, so, schön. Optimal hier, zack. Und aber so. Haben wir den jetzt? Ist jetzt die Frage, warte mal. Jetzt habe ich, ist er so ein Ding. Was? Was? Oh Gott, die Ella haut uns oder was? Komm, aua, bam, und ich kann ihn sogar werfen, oha, bam, bam, runter mit bam, ihr. Alter, wir haben die runtergehauen, was? Okay, okay, jetzt haben wir direkt 100 Dollar gerade dafür bekommen und mit diesem Geld können wir jetzt anscheinend wieder neue Sachen kaufen, Level 2 Attack und wir haben sogar noch einen Store, wo wir, bei Stage 6 oder hier auch zum Beispiel neue Hintergründe und sowas kaufen können, ne? Oh, lol, das heißt hier so, guck mal, neuer Hintergrund, okay, lass mal. Hat mir eben nicht was anderes? Wenn wir hatten anderes, eben gerade eine Gurke. Eigentlich schon. Komm, ich mach mal den Knochen. So. Und dann werde ich auch gleich mal probieren, ob wir auch andere Sachen malen können, die nicht vorgegeben sind. So. So, Kollege. Als ob ich jetzt hier einen Knochen bekomme. Ja. Wow, was? Der Rage. Der, Alter, aua. Der wirft mit Fischen. Komm her. Und bam. Warte. Finaler Schlag und boom. Boom. Alter, wie der runterfliegt, ne? Der macht den lustigsten Tänzer auf jeden Fall. So, zack, her mit dem Geld. Und wir können Bonus. Ah, das ist das für den nächsten Tag, okay. Aber wir können im Store, können wir auch neue Kleidung kaufen. Das heißt, hier, guck mal, der kann jetzt hier die Kleidung haben. So, T-Shirt, die Schuhe. Er kriegt noch eine Brille. Sieht gut aus. Coole Cap. Dann das Ding hier, da haben wir rote Farbe.
Und das sind die neuen Schwerter und Spezialsachen, die wir auf jeden Fall gleich bekommen, ne? Das ist schon mal cool. Oh, was ist das denn? Ist das ein Dreizack? Das ist ein Dreizack. Hä, als ob. Ja, oder okay, eine Forke. Oder eine Forke, kann auch sein, ne? So, und glaub, zack. Ein Dreizack. Gerade noch so gepasst, ne, mit unserer Tinte. Und was hat der denn für ein Outfit, Alter? Tütü. Boom. Der Haube im Ventilator. Guck hier. Piu. Gegen seinen Zack. Piu. Bam. Und bam. Oh, wie der runtergefallen ist. Den. Oh, jetzt haben wir sogar zum ersten Mal 200 Münzen bekommen. Und Alter. Guck mal, ab Level 5, was sind das? Was sind diese drei Totenköpfe? Was bedeuten die? Ey, guck mal, wie schwer das ist. Ja, lass mal hier. Oha. Ich mach mal mehr Tinte, ne? Weil das ist, glaube ich, richtig schwer. Mach mal ein L. Wie ein L. Ja, einfach ein L, den Buchstaben L. Was bekommen wir dann für Leon? Stimmt. Mach einfach mal den Buchstaben. Wenn ich das jetzt male, geht das? Kriegen wir da was anderes jetzt? Ja, jetzt haust du mit einem L. Jetzt haben wir die Schokolade. Hä? Aua. Okay, ich muss. Alter, wo habe ich denn jetzt eine Schokolade? Alter, die ist voll krass. Was? Hä? Wir haben uns einfach. Aber jetzt haben wir nicht komplettes Geld bekommen, weil wir nicht das gemalt haben, was wir sollten. Ah, okay. Oh mein Gott, was ist denn das? Ist das eine? Warte mal, sieht aus wie eine Minigun. Niemals hast du eine Minigun. Doch, das sieht so aus. So. Das sieht echt so aus. Zack. Zack. Hier oben nochmal ganz kurz. So. Okay. Das sieht gut aus, ne? So. Sieht eigentlich schlecht aus, oder? Alter, das ist ein Killerbean. Minigun. Werfen. Was? Wieso schmeißt du die Waffe weg? Guck mal. Die will stechen. Komm noch her. Trau dich doch, du kleine Biene. Oh oh. Alter, was? Können wir jetzt für immer nehmen, ne? Aber brauchen wir nicht. Wir können ja theoretisch auch noch malen, wenn wir wollen. Wir müssen nur. Oh mein Gott, wir haben gerade $500 bekommen. Wow. Und jetzt können wir im Store. Da haben wir anscheinend neun Sachen, die wir neu kaufen könnten, ne? Was war hier gerade neu? Auf der anderen. Ach, hier ist ein Geschenk. Ah, das ist ein täglicher Bonus. Ich sehe gerade, jetzt haben wir so eine Stage erreicht, damit die quasi schon freigeschaltet sind zum Kaufen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Ich würde aber sagen, wir machen erstmals hier unser Tacke und unsere Tinte höher. Was ist denn das jetzt hier für ein Hammer? Hä? Das sieht ja richtig komisch aus. Ich male auf jeden Fall gleich mal ein M für Mirkan. Ich würde mich interessieren, was wir dann für eine Waffe bekommen. Die Schokolade war schon krass, ne? Die Schokolade war schon sehr lustig. Die hat echt gut was gemacht. So, das war knapp, Alter, mit der Tinte. Die Tinte hat gerade so gereicht, ne? Der hat eine Pizza. Hey. Das ist aber Venom. Boom. Boom. Und zack. Alter. Und boom. Alter, was war das für ein kranker Hammer? Guck mal, was macht der mit Breakdance? Oh, wir haben gleich anscheinend Mega-Boss auf Level 10, ne? Da bin ich mal gespannt. Wow. Und wir haben eine Jump-Attacke. Für gratis. Hä? Okay, wie cool. Ich würde sagen, wollen wir das ich mache jetzt mal ein M. Ich will erstmal das Einhorn. Das dann Einhorn, ich das M. Ja, das kann ich mir nicht so darunter vorstellen. So, mal gucken, was kriegen wir für ein... Oh, das habe ich jetzt aber echt gut gemacht. Das sieht Linien so gut, ne? Ja. Alter, ich bin gerade... Alter, das ist ja Profi. Picasso, mach ihn ein Gesicht noch. Oh. Alter, der hat einen Trampolin in der Mitte. Da, das ist der Einhorn. Spring rauf. Attacke und... Boom. Oh mein Gott. Oh, was? Warte. Wenn du mich jetzt haut, spring ich. Er hat eine Squid Game-Puppe, sehe ich gerade, ne? Komm, hau mich. Stimmt. Oh, warte. Oh. So, auf, ich spring jetzt. Boom und boom! Alter! Oh mein Gott. Was war das denn jetzt gerade? Das Trampolin war richtig krass. Und $100 wieder bekommen, ne? Damit können wir jetzt hier eine neue Attacke kaufen. Was ist schlecht ist, pass auf, jetzt male ich ein M. So. Zack. Oh, es wird eng vor der Tinte. Ah. Als die Tinte. Oh egal, man erkennt es ja ungefähr. Was ist es jetzt? Ungefähr mal gucken. M, ja. Ungefähr ein M. Komm, irgendwas Cooles. Kaputtes Glas. Oh. Bam, 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 bam. Und zack und boom. Wie krass das ist, Alter. Das war richtig heftig, Alter. Und wir haben sogar $200 dafür bekommen, ne? Weil das perfekt war, die Runde. Gut. So, warte mal. Lass mal hier ganz kurz das Ding hier malen. Weil ich male gleich nochmal was anderes. Das wird auf jeden Fall dir gefallen. Könnte es ein Pizzaschneider sein? Ich weiß, es könnte echt ein Pizzaschneider sein, ne? Nein. Hä? Das ist jetzt voll was anderes. Zack, bam. Oh Gott, der ist krass. Oh mein Gott. Der hat eine Pfanne. Bam! Alter, die Kombo ihm gedrückt, ne? Den. Und $100 überkommen. Wir haben jetzt gleich anscheinend das Boss-Level. Mit einer RPG. Was? Okay. Ja, mal doch das andere.
wenn du dich traust. Nein, ich mal das andere lieber nicht. Das mal ich jetzt gleich. So. Zack. Okay, sieht nicht schlecht aus. Ich bin auch gespannt. Oh, was ist denn das? Ein Baum. Bossfight. Boom. Boom. Wegwerfen. Und Jump-Attacke. Okay, das bringt nicht so viel. Ah. Und. Ah. Guck mal. Er fällt voll die kompletten Häuser. Was ist das denn? Neue Waffen. Die können wir erst später holen, sehe ich gerade. Aber jetzt haben wir $300 bekommen. Und wir können jetzt diese Squid Game-Puppe malen. Aber ich würde sagen, ich male jetzt hier das, was ich malen wollte. Mal gucken, ob du es erkennen kannst. Okay, okay. Du musst kurz überlegen, wie ich das am besten male. Ohne eine kleine Vorlage. So, jetzt male ich einmal ganz kurz was. So. Dann zack. Und kannst du erkennen? Ist das ein Daumen nach oben? Das ist ein Daumen nach oben, Leute. Lasst ein Like da. Okay, mal gucken. Und. Ah, es ist Pizza. Ah. Oh, richtig oh, gut. Alter, Robert. Bam. Und zack. Robert? Bam. Wow, Robert, Alter, kann gar nichts machen hier, Leute. Oh, wir haben gleich wieder krasse, sehe ich gerade. 3 Stück, ne? Das ist, glaube ich. Spin-Attacke. Wir haben eine neue. Alter. Wir haben jetzt gerade neue Sachen hier freigeschalten, ne? Wegen neuer Stages und so. Hier, die kriegt man nur. Warte, wo waren das hier? Die kriegt man nur für. Doch! Gratis. Nee, Bonus. Ah, ich dachte gerade. Mann, nämlich getrollt. Ey. Egal, dann machen wir das Handy. Das Fahrrad aber weg. Ne, das war schwer. Das Fahrrad sah echt sehr schwer aus. Das ist doch kein Handy. Klar ist das ein Handy. Guck mal. Haben wir einmal das. Dann haben wir einmal das. Guck mal hier. Zack. Ein Handy, sagst du? Was ist denn das? Was soll das sonst sein? Das ist... Oh. Guck, ich zeig dir das. Das ist ein Fass? Ein Klappstuhl. Das ist wieder Schokolade. Schokolade. Oh, er ist explodiert. Den. Oh. Boom, boom und boom. Alter, oh mein Gott. Diese Spin-Attacken sind richtig krass, Alter. Wir sind sogar gerade fast selber runtergefallen. So, nein, danke. Oh, wir haben Bonus-Level. Okay, warte mal. Wir können jetzt hier was malen. Was wollen wir malen? Mal eine Kanone. Kugel. Warte, ganz viel. Und dann oben klatschen. Klatsche oben rauf. Touch oben die Bildschirm. Oh, nein. Ist das alles Geld? Zack. Komm, ich hoffe es doch. Oh mein Gott, was habe ich da gerade gemalt? Es ist so laut. Oh mein Gott, der Gelbe gibt 200, der Kleine. Komm, nur eine Megakugel, wenn es... Oh, was? $1000. Was? Das ist ein gutes Bonus-Level. Aber wir können uns neue Klamotten holen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob Klamotten so cool sind. Wir können uns aber neue Waffen kaufen. Erst ab Stage 21 kann man eine neue Waffe kaufen. Oder hier so ein Spezialoutfit. Ich würde sagen, wir nutzen es erstmal, um unsere Attacken zu erhöhen, ne? Das ist, glaube ich, wichtiger gerade, damit wir die Camp nicht verlieren. Was ist denn das? Ja, das stimmt. Was ist denn das? Ist das... Warte ich mal ganz kurz. So, perfekter hätte man es euch malen können. Das sieht aus wie ein Schwert, habe ich das Gefühl. Oder? Ah, ein Fisch! Und Alter, was machst du mit ihm? Bam, Alter, den haben wir aber auseinandergenommen, den Angel, Alter. So, hier, den. Okay, das ist schon mal... Oh, was? Geschenke. Okay, du darfst auswählen, Mirkan. Oben rechts. Oben rechts? Oh, $500. In der Mitte? Mitte, $300. Und unten rechts. Unten rechts und... Was ist das denn? Ei. Neue Farbe. Oh, ja. Das ist gut. Guck mal hier, wir müssen eine blaue Farbe. Dann sind damit vielleicht die Waffen besser, ne? Stimmt. So, Attacke und so. Und jetzt haben wir... Das ist hier so ein heftiges... Hühnchen-Ding oder hier? So eine Hühnchenkeule? Wie krass. Oh, ist aber nicht so gut gemalt jetzt gerade. So, okay, schon ein bisschen besser. Jetzt mal gucken. Haben wir das Ding jetzt hier? Oh, was? Pass auf jetzt hier, Kollege. Zack, Jump, Spin, Wurf. Oh. Die Nicole. Die wurde so auseinandergenommen, Alter. Oh mein Gott. Okay, oh, Bonus-Level. Nehmen wir natürlich mit. Und was... Oh nein. Oha. Müssen die befreien? Ich glaube, der ist gut. Oh! Was? Alter. Ich befreie dich! Und warte. Zack, zack. Und bam, der blöde Käfig. Geht doch kaputt, ey. Ja, wir haben die Prinzessin befreit, Mirka. Und $1000 bekommen. Was? Alter, ey, das wie ist viel? Oh mein Gott, was ist das? Hä? Warte. Ich mal ganz kurz. Das sieht heftig aus. Ich wünsche, ich könnte es ein bisschen kleiner malen. So.
zack. Boah, wie gut der aussieht. Sieht echt gut aus, ne? Eigentlich. Sieht echt gut ausgezeichnet. Dass es so dick ist. Man könnte sogar radieren. Ah! Hä? Die Vorlage ist weg! Ich hab's radiert, ich Idiot! Oh, na, als ob du das noch weißt. Ungefähr? Ja. Es sieht. Ja, ja, doch. Ungefähr, glaube ich. Oh, bitte sag mir, dass wir jetzt die Waffe bekommen. Nein! Ey! Okay, kein Problem. Ah! Oh, oh. Ah! Oh, 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 werfen! Zack! Zack! Oh, ich hab die Schokolade aus der Hand gehauen! Bam, 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 bam! Komm schon! Nein, Jump-Attacke, jetzt ist. Ey, ist schwierig! Ah! Ich glaube, du kannst nur werfen! Komm oh schon, ja! Komm schon, komm, oh schon, ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Das bringt aber auch nicht viel. Wir kommen immer näher, Bro! Wir kommen näher! Nein! Nein! Aua! Ich hätte die Waffe gebraucht! Komm schon! Ah, oh, verdammt! Oh! Ho! Ho! Alter! Spin noch! Oh ah, das war gerade eine heftige Combo. Spin! Nein! Jump! Boah, ah! Kann nicht sein! Bam, bam, bam! Ein Spin. Oh mein Gott! Breakdance! Alter, das hätten wir auch echt. Das war jetzt ein bisschen unnötig schwer gerade gewesen, ne? Das war sehr, sehr unnötig schwer. So, komm, bisschen mehr. Bisschen Alter, mehr ein Handy! Mehr. Ha, ein Handy! Ja. Unglaublich. Hey, aber das kann ich gerade nicht zu Ende malen. Hä? Oder? Nicht ganz. Ich malte. Oh, ja gut, ich hoffe, der erkennt das trotzdem. Ich konnte es nicht ganz zu Ende malen, ne? Doch, den Stuhl hat er erkannt. So. Ah, ja, komm her. Ey, der hat eine Among Us-Figur. Was? Aua. Boom. Aua. Boah, wie stark der ist. Zack, hm? Und... Oh, okay, warte. Ich hab nichts gesagt. Pass auf, komm, komm her, komm her. Noch einmal. Ah ja, du willst werfen? Du willst werfen? Au. Alter. Bam! Die Spin-Attacke auf den Jason. Ding, 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 ding. Oh. Okay. Auf jeden Fall auch wieder eine gute... Kamehameha-Attacke. Was? Nein, das ist doch ein Joke. Warte mal. Lass mal ganz kurz hier die Kratzwaffe mal. Die sieht nämlich krass aus. So... Oh, das ist so gut gemalt. Oh. Yo. Okay. Und mit Trampolin wieder Mitte. Ich hoffe, der ist bereit. Tu es. Für. Tu es. Warte. Oh. Alter. Hey. Ja. Oh nein. Oh oh. Boom. Boom. Alter. Alter. Was war das gerade? Aber das die kam ja am Attacke im Auto nur einmal weg. Ich dachte, die haut ihn komplett weg. Aus seinem Leben. Okay, warte mal. Ich habe noch mal eine Idee. So. So. Abo. Leute, lasst ein Abo da. Abonniert den Kanal. Was kriegen wir dafür? Oh, diese Dinger. Okay, kein Problem. Aua. Okay, der will es. Alter. Der will es. Oh, was? Wow. Was? Wie stark. Ey, die Attacke ist ja unnormal krass. Hä? Das ist ja... ein Pömpel. Lass mal gucken, ob wir den hinbekommen. So, hier einmal. Na? Zack, doch, doch, sieht nicht schlecht aus. Und noch ein Smiley. Zwei Smileys noch dazu, mal gucken, ob die was bringen. Da sind die sogar. Der Pömpel. So, Spin-Attacke. Alter. Den hier, Jump und... Boah, nein, er hat die abgewehrt. No. Zack, zack und zack. Und ja... Ding, 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 ding. Okay, das schon mal. Oh, jetzt haben wir gleich einen Ultra-Boss-Kampf, da sehe ich gerade. Das, Alter, das wird und krass. Und ein Bonus-Level erstmal. Hilfe, Hilfe. Kein Mach Problem. Kann er mir Haar weg? Aua, aua, verdammt. Oh, oh, oh. Oh, Mann, oh, ey. Alter. Zack und ja. Okay, das war schon ordentlich. Boom. Zack, 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 zack. Oh, ich hab's fast noch gehauen. Okay. Ja, wir haben die Prinzessin wieder befreit. Und $1000 gerade bekommen. Was? Alter, du kannst richtig upgraden, ne? Oh, was? Was ist... Nein. Nein, sag jetzt nicht. Alter. Ist das ein... Es ist ein Panzer. Nein. Es ist ein Panzer mit jemandem drin. Mit mir drin. Oh. Oh. Mal nach Zahlen hier, ne? Zeigen, ne? Oha, du machst sogar die Reifen. Normal, guck mal. Hier kommen noch so ein bisschen so die Spuren.
Zack, zack, zack. Okay. Sieht doch krass aus, der Panzer, oder nicht? Oh, was ist denn das für ein Ding? Yo! Alter! Attacke! Boom, boom! 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 Los, komm, schlag mich doch, na, trau dich! Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Zack, zack, zack! Alter, der Panzer war ja richtig krass, ne? Let's go! Oh, wieder krasse Waffen, aber die können wir später nehmen. Verdammt, Alter. Aber, $100 nur bekommen? Für den Bosskampf? Warum? Okay. Hummer. Das sieht, also, was soll denn als nächstes die Mona Lisa zeichnen? Ich weiß es nicht, anscheinend schon. Boah, die sieht aber gut aus, ne? Aber du hast gar nicht so viel. Nein. Ja. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, das reicht. Ja, es hat gereicht. Ja. Und Kamehameha. Oh, boom. Warte, zack. Oh nein, der ist gut, Alter. Der hat ein Squid Game probiert. Sehr gut. Die ist lang. Oh, was? Weg mit dem Megan. Aber optimal hier, ne? $100 hier easy bekommen. Leute, was ist das? Das würde mich interessieren. Oh. Ist das eine Tomate? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie ein Surfbrett eher, oder nicht? Stimmt. Das ist ein Surfbrett. Alter, ich hätte gesagt, eine Gurke. Oh mein Gott. Und was? Er ist runtergefallen. Was? So schnell haben wir noch nie einen Kampf gewonnen, Alter. Okay, Bonuslevel. Das müssen wir. Machen jetzt eine richtig krasse Kugel. Mann, das ganze Feld voll. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, kann man nicht. Verdammt. Oh no. Oh no. Tschüss. Vielleicht bekommen wir diesmal 2000 Coins. Nein, der Ballon. Oh, 200. Alter. Okay. Dicke Kugeln. Zack. Stark. Nächster. Oh. Gerade hast du bekommen hier oben. Nein, 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 der Grüne. Du hast egal. Alle außer einen bekommen. Alle außer einen, Alter. Hä? 1230. Eine Frau? Hä? Okay, das würde mich jetzt mal interessieren. Wie nennt sich einfach eine Frau? Das könnte auch eine Mumie sein oder so, ne? Ich glaube, das ist schon eine Frau. So. Okay, sieht doch eigentlich schlecht aus, oder? Ich glaube, es ist eine Frau. Haben wir jetzt einfach eine Frau in der Hand? Wir haben. Irgendwie. Wir verprügeln die mit einer Frau. Guck mal. Das ist. Der Joker hat dich besiegt. Nein, Leute, wir haben verloren. Schau das dir mal an, Mökan, wie krass wir aussehen, Alter. Holy moly. Wir sind gerade schon mal eine richtig krasse Tigerkatze, ne? Und wir können jetzt hier das ganze Fleisch weiter einsammeln und stärker werden. Und jetzt sind wir sogar schon das hier. Was ist denn das für ein Tiger? Die Feuertänzer. Okay. Alter, was sind das für Dinger? Aua. Oh, weg mit dem und weg mit dem. Okay, jetzt geht's ja weiter um die Kurven. Zack, 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 zack. Okay, jetzt. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel eingesammelt. So viel, wie es eigentlich nur ging. Und jetzt werden wir auf jeden Fall schön gleich gegen so einen krassen Endboss kämpfen. Das Ding ist, heute werden wir probieren, zum krassesten Tiger uns zu entwickeln. Auf der ganzen Welt. Und hinten siehst du ja sogar noch diese Kiste, die wir fast frei bekommen. Nein, wir sind zu klein jetzt, um da durch die Mauer zu kommen. Ich würde gerne wissen, was in der Kiste drin ist, ne? Aber das Gute ist, wir haben jetzt hier gleich dieses Hippo-Ding frei. Und wir kriegen ja auch Gems. Und wir haben ja unseren eigenen Zoo. Also falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, Leute, checkt auf jeden Fall unbedingt aus. Da haben wir eine Katze zu einer Gottkatze entwickelt. Heute sind wir bei Tiger dran. Wollen wir mal hier gucken, haben wir schon den Löwen im Gehege drin? Haben wir das schon gemacht? Das haben wir schon? Den haben wir sogar schon. Das heißt, der Löwe ist schon drin. Und wir kaufen jetzt hier ganz entspannt das Hippo-Gehege. So, für $8000. Damit wir auf jeden Fall gleich hier das Hippo bekommen könnt. So, und mal hier das ganze Geld einsammeln. So, zack, zack, zack. Und dann gehen wir rein hier beim Hunten. Und wir werden jetzt natürlich probieren, der krasseste Tiger aller Zeiten zu werden. Mal gucken, was kriegen wir? Das glaubst du? Oh. Okay, warte, Vorsicht, jetzt hier schön. Nein, ich habe irgendwie nichts mitgenommen von den ganzen Dingern. Egal, die ganzen Teile gehen auf. Wir werden leider 100-mal schwächer. So, und es geht hier weiter rein. Oh, was glaubst du? Was sind wir nachher für ein krasser Tiger? Was können wir werden? Ich hoffe, wir leuchten richtig krass. Das wäre richtig krass leuchten, ne? Das wäre richtig cool. So, jetzt hier schön links und rechts vorbei. Verleise aber auch nachher ein Tiger. Oh Gott. Nein, das Hippo. Oh mein Gott. Verdammt. Das war nicht optimal. Der hat mir voll viel Leben abgezogen. Oh. Er zieht mir wieder voll. Oh nein, ich bin jetzt normaler Tiger geworden. Ey, wir müssen ihn besiegen, ne? Der macht, guck mal, wie schwach der mich jetzt macht. Der macht mich voll schwach. Aua, komm schon. Ich will ihn nur holen. Ey, ich krieg da kaum was abgezogen. Ich bin ein kleiner Baby-Tiger. Das kann nicht sein. Was? Der hat uns einfach besiegt. Wir haben echt noch nie verloren. Das lassen wir uns nicht mit uns machen. Guck mal jetzt hier, bitte.
Bisschen mehr Essen. Okay, wir kriegen Gems. Auch nicht schlecht. Ja, die hätte ich eben einsammeln müssen. Hä? Die kann ja, ich nicht einsammeln schon wieder. Bin da irgendwie gerade durchgegangen, aber diesmal ging's nicht. So, komm, jetzt lass mir das Steak einsammeln. Und das ganze Fleisch und plus 25. So, so. Und hier schön die ganzen Teile. Alle mitnehmen. Optimal. Ist die Paprika. Stimmt. Ne, ich will die Paprika nicht essen. Ich glaube, die bringen uns. Ihn. Jetzt besiegen wir ihn aber, ne? Eben habe ich das verkehrt gemacht. Oh mein Gott, was? Ist eine Rechnung offen. Guck mal, wie viel Leben wir haben gezogen. Alter, was? Zwei. Nur zwei Hits. Und jetzt BAM. Oh mein Gott. Wo fliegt das Ding hin? Wir brauchen mehr Stärke, sehe ich gerade, um die Wand freizuschalten, ne? Wir haben also das Hippo eingesammelt, Mirkan. Das bedeutet, dass wir jetzt hier in den Zoo gehen können. Hier zu unserem Gehege. Und wir können uns einmal das Hippo ins Gehege reinpacken, ne? Boah, das ist ja so cool. Guck mal, lass mal hier hingehen. So, hallo, Hippo. Und wir fügen das hinzu. Jetzt ist da ein Hippo drin. Wir können jetzt hier auch das ganze Geld erstmal von dem Löwen nehmen. Oder von dem Zebra zum Beispiel nehmen. Vom Nashorn. Vom Nashorn da vorne sehe ich auch gerade mehr extrem viel Geld, ne? Oder vom Alligator. Haben wir auch extrem. Oder der Bär. Guck mal, der Bär macht uns hier reich, Alter. Der macht uns extrem reich. Was glaubst du, können wir sogar mehr als ein hinzufügen, bitte an die Gehege. Bestimmt, später bestimmt. Dass sie so Freunde haben, das wäre auf jeden Fall echt richtig cool. So, ich gehe jetzt mal ganz normal hier einmal kurz rum, sammle das Geld ein. Aber wir sind doch deren Freunde auch. Eigentlich sind wir auch echt deren Freunde, ne? Ja. Da hast du schon recht. So, mal gucken. Hat das Ding jetzt schon was eingesammelt? So, hier, der Löwe. Und das Hippo hat auf jeden Fall ein bisschen Geld eingesammelt. Jetzt können wir nämlich hier die neue Plattform freikaufen. Und dort können wir einfach, was, ein Elefant? Jo! Jo, was ist denn das? Alter, wie cool ist das denn? So, komm, wir gehen hier wieder nach unten, handeln und wollen natürlich heute der krasseste Tiger werden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schön loslaufen und allen ausweichen. So, vorsichtig, so Speed Boost. Ich weiß gar nicht, warum die uns fangen wollen. Ich weiß auch nicht, warum die uns fangen wollen. Vielleicht haben wir irgendwas verbrochen oder so, sind wir ausgebrochen. Oh, lecker. Stärker werden, stärker, stärker. Ey, der Affe, was macht der denn? Und auch der Hund da vorne. Wie tanzt der da, Alter? What? Oh, nein. Und jetzt hier schön, ja, schön einmal aufmachen die Teile, so. Und dann jetzt einmal schön die ganzen Burger essen. Aber ab wann werden wir der nächste? Ich glaube so ab 1800 könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch erst 2000. Das was glaubst du, das sind wir als nächstes für einen Tiger? So ein richtig krasser, oder was? Ich glaube, wir sind... Boah, so ein Geistertiger wäre cool. Boah, ein Geistertiger wäre auch richtig krass. Das ist richtig recht, krass. Ne? Oder vielleicht können wir auch so ein Höllenhund oder sowas werden. Boah, das ist auch heftig. Mit zwei Köpfen. Aber wir dann gehen schon wieder vor der Kiste drauf. Ne? Aber wir kommen immer näher zu dem Elefanten. Und wir können auch gleich die Stärke leveln. Ne? So, hier essen wir erstmal jetzt schön Wurst. Und noch mehr Wurst. Und machen beide weg. Bam. Oder, nee, hier rot und da gelb. So, und jetzt Mirkan, pass auf und die Wurst in der Luft essen. Was glaubst du, kriegen wir beim Mystery-Rat? Was glaubst du? Wir bekommen... Was? Ich weiß nicht. Essen. Das war gerade Essen, glaube ich. Das war gut. Das war gut, aber wir sind immer noch nicht stark genug gerade, ne? Wir haben jetzt gerade mal 1500 Fleisch-Intus, ne? Das ist ein bisschen zu wenig. Wir brauchen auch noch mehr. Ich glaube, damit kommen wir gerade so hinten zur 900er-Wand hin. Ja. Ja, guck mal, wir haben gerade mal 17 Leben über. Jetzt sind wir eine ganz normale kleine Katze wieder. Guck dir das mal an. Oh, wie süß. Oh, die kleine Rackerin hat es nicht geschafft. So, nächstes Level. Und jetzt haben wir Stärke. Das heißt, wir starten jetzt direkt mit 1400 und können jetzt, glaube ich, unseren Rekord brechen. Guck mal, nämlich plus 100 direkt. Wir sind schon mal direkt wie nennt man den Tiger? Siamesischen Tiger oder sowas? Weißen Drachen. Weißen Drachentiger oder weißer Tiger, glaube ich so, ne? Ey, warte, ich bin jetzt bei 2000, wir haben es nicht geupgradet. Was? Hä? Okay, warte mal, vielleicht hilft ja der Speedboost gleich da vorne. Vielleicht, oder 2100 oder so brauchen wir vielleicht, ne? So, schnell laufen. Schnell, du Tiger. Alles mitnehmen jetzt hier. Zack, 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 zack. Ey, was? Immer noch nicht geupgradet? Okay, ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr, ne? Wir brauchen noch mehr Stärke. Ich glaube, das wird ein krasser. Das wird echt ein krasser, wenn wir als nächstes upgraden. So, komm. Hier ist minus 300, easy. Hier ist wir kommen gut weit, komm. 500, du hast echt recht, wir kommen echt gut weit. Oh nein, bitte. Es fehlen einfach nur 250 haben nur gefehlt diesmal. Also echt wenig, muss ich sagen. Och, das ist echt nicht viel. Und 4000 kostet die Stärke. Lass mal kurz gucken in unserem Dingens, dass wir vielleicht schon mal das Gehege für den Elefanten kaufen können. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz eine Runde und sammeln das Geld. Und was von den Tieren hier ist dein Lieblingstier? Was glaubst du? Ey, das wirklich, wirklich, das wollte ich dich auch gerade fragen. Ehrlich? aber ich glaube, bei mir ist es das Krokodil. Das Krokodil ist dein Lieblingstier? Ja, glaub schon. Also
von den Tieren. Ja, gut, okay, von denen. Ich muss sagen, da so Löwe ist bei mir so das Lieblingstier, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist auch cool. So, kommen wir jetzt hier schön. Einmal 4.600 fehlen noch. Das heißt, die sammeln wir auf jeden Fall gleich ein, damit wir genug Geld haben für das Elefantengehege. Yes. Weil die sind echt auch richtig krass, ne? Also Elefanten, boah. So, jetzt hier schön fett und stark werden. Ja, oh nein, minus 100. Wir kriegen minus 100. Jetzt sind wir wieder der blaue Tiger. Nein. Oh nein. Ey, so viele. Nein. Oha. Und noch schwächer. Was? Wir werden hier voll schwach. Was ist das? Ey, wir müssen noch. Das Ding ist, wir upgraden erst bei 2300 oder so, ne? Oh, Elefanten-Endboss. Oh, oh, der ist so groß, sind, ne? Nein. Boom. 400. Aua. Zack. 300. Aua. Und zack. 250, aua, ey, der macht mich mal kleiner. Alter, wie viel hält der aus, Elefant? Ich bin jetzt schon Panther. Und was? Als ob. Als ob, ich bin eine kleine Katze. Ich hab... Oh nein. Und hau rein. Oh mein Gott, wie weit fliegt der? Nein, wir kriegen die Kiste. Was? Yo, wir haben die Kiste bekommen. Alter. Hä, ich nicht mitgerechnet. Das heißt, wir haben Elefanten gesammelt und die Kiste. Und was glaubst du, kriegen wir? Hä, was haben wir bekommen? Haben wir gerade den Elefanten bekommen? Haben wir in der Kiste den Elefanten bekommen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wir haben gerade den Elefanten in der Kiste bekommen. Ich glaube auch, ne? Okay, ich geh noch einmal ganz kurz hier rum, sammle ein bisschen Geld an. Ich glaube, ich lasse mal ganz kurz sammeln, ein bisschen was verkaufen. Wir werden jetzt hier nochmal das Mystery-Rad einsammeln. Was denkst du, kriegen wir diesmal? Diesmal bekommen wir eine neue Katze durchs Mystery-Rad. Ja, nicht. Oh, oh Gott. Gar nicht. Ich habe Avocado gegessen, aus Versehen. Avocados! Ja, Avocados, die helfen uns aber leider nicht. Die machen uns schwächer. Avocado. Avocado ist richtig geil. Yeah! Und jetzt hier schön. Ey, wir sind immer noch nicht auf dem krassen Level jetzt gerade, ne? Das kann doch nicht sein. Mhm. Wir müssen jetzt hier uns heftig upgraden. So, 1700. Hier schön einmal laufen. Ich würde gerne hinten die Kiste bekommen, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, das stimmt. Da ist ja was anderes drin, wie als eben gerade, ne? Ja, ich meine, eben gerade war gefühlt gerade gar nichts drin in der Kiste. Ja. Ich weiß auch nicht, was es sollte. Wir haben die eingesammelt, da war einfach nichts drin. Aber hier... Aber normaler Tiger? Ach, Mann. Part? Ey, oh. Wir müssen da... Was? Hä? Wir kriegen gleich ein Reh. Dann haben wir doch den Elefanten bekommen. Dann haben wir doch den Elefanten bekommen, ne? Das ist ja richtig cool. So, jetzt können wir schön einmal stärker werden. Da vorne sehe ich auf jeden Fall wieder gute Sachen. Plus 60, das ist wieder sehr wichtig, ne? Das ist sehr wichtig. Ich sehe auch ganz viele Würste. Ganz viele Würste, die wir da essen können. So, hier schön Würstele, ne? Ganz viele hier, zack. Und jetzt hier auch, bam, alle Würste gegessen. Zack, bam, bam. Der schnellste Tiger aller Zeiten. Aber nein, ey, das kann doch nicht sein. Wir waren eben über 2000. Jetzt kommen wir nicht mehr an die 2000. Bedeutet weiter upgraden. Wir müssen weiter upgraden. Wir müssen jetzt gleich hier die Gems einsammeln. Ich glaube, dann können wir auch gleich die Stärke hochmachen. So, minus 500. Schön alle Gems einsammeln. Na, die helfen uns dann. Hier alle einsammeln, so viel es geht. Jawohl. Also wir haben alles mitgenommen. Und wir haben jetzt auch hier 50% das Ding jetzt hier. So, ich gehe mal ganz kurz ins Zoo, weil... Aber das Rentier... Haben wir ja schon, das ne? Das erste. Da haben bedeutet, wir das doch. Wir bekommen echt zwei. Also ich glaube, wir können gleich ein zweites Tier, glaube ich, ins Gehege reinpacken, was uns halt wieder mehr Geld bringt, ne? Aber ich frage mich dann wirklich, ob man noch das nachher noch upgraden kann, ne? Also die... Bestimmt. So, deswegen, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Wir haben jetzt, glaube ich, genug Geld. Guck mal, das Hippo hat uns das hier noch den Rest gegeben. Jawohl. Und jetzt kann das Elefantengehege schön gebaut werden mit einem richtig, richtig fetten Elefanten drin. So, warte mal hier schön. So, und rein damit. Alter, das ist das größte Tier, was wir in unserem Zoo haben. Alter, das ist schon Dinosaurier. Das ist echt gefühlt schon Dinosaurier, ne? So, hier das ganze Geld mitnehmen. Easy. Und wir gehen wieder runter zum Hunten, weil wir wollen natürlich auch den fettesten, unglaublichsten Tiger. Wir kriegen auch nächste Runde, sehe ich gerade, eine neue Stärke-Upgrade-Sache. So, jetzt schön alles mitnehmen. Hier und? Power mal 5. Oh nein, wieder minus 100. Das kann nicht sein, Alter. Ey. Hä, wir werden ja gefühlt immer schwächer. So, Speedboost jetzt hier. Und plus 100, okay. Ist nicht so schlimm. So, okay, auch nochmal plus 100. Aber es ist viel zu wenig, ne? Ja. Das ist echt viel zu wenig. Aber jetzt haben wir genug Gems. Weil guck mal oben rechts, jetzt haben wir 3800. Und können jetzt, wir upgraden? Können wir gleich upgraden bei 4000. Ja, ja. Wir können jetzt upgraden gleich. Ja. Dann starten wir nämlich viel stärker mit der Katze. So, hier schön alle mitnehmen. So, und hier... Und hier und hier. Oh. So, pass auf. Fast das neue Reh jetzt hier bekommen. Und upgraden. Wir starten jetzt mit 1600 Fleisch am Anfang. Das ist viel. Ich glaube, jetzt brechen wir unseren Rekord. Ich glaube, jetzt brechen wir echt... Neuer Highscore. Unseren Rekord bürgern. Gelb, okay. Hier,
plus 60. Oh. Stark. Nee, wir brechen nicht unseren Rekord, das kann nicht sein. Aber wir kämpfen gegen Reh. Oder gegen Hirsch, besser gesagt. So, und den sollten wir eigentlich perfekt nach hinten... Oh mein Gott, ein Schlag. Nein, nicht optimal. Ich habe ihn nicht optimal weggepfeffert. Oh no, und trotzdem durch. Ja, er berührt doch die Kiste. Er berührt die doch, nein. Oh. Ey, so knapp, dann hätte ich mal 100 gehabt. Aber hatten wir leider nicht. Wir können jetzt hier... Oh mein Gott, er kriegt einen Freund. Er kriegt einfach einen Freund. Was, wie cool. Hä, wie gut. Hä, das ist ja richtig gut gemacht, Alter. So, dann lass mal hier stärker werden und direkt wieder abgezogen bekommen und hier wieder direkt dazu. Oh, warte mal. Da ist jetzt gleich plus 100, ne? Das ist schon mal sehr gut. Mystery Rad ist auch gleich am Start. Ey, das wäre... Zack, essen. So, jetzt den hier wegmachen, was auch immer das jetzt gerade war. Oh, Mystery Rad. Ich sehe Mystery Rad und 100 sehe ich gerade, ne? Das könnte... Und nochmal 100, glaube ich. Nee, nur einmal. Nur einmal leider. Ah, stimmt. So, jetzt hier beide einsammeln. Oh mein Gott, Mystery Rad, komm schon. Komm schon. Oh, nee, komm, wir sind 2000. Ey, das... Oh, ich würde echt gerne diese Kiste haben, Alter. Und wissen, was der nächste Upgrade ist vom Tiger. Wie viel brauchen wir dafür? 2200? Ich glaube 2200 oder 2300. Weil wir überlegen, ja, pass auf, wir haben jetzt 2073 gehabt. Mal gucken, wie viel über sind. Dann wissen wir ja, wie viel wir vielleicht brauchen. So, jetzt hier schön das Ding und das. Und ja, okay, es fehlt uns. Uns fehlen... Oh mein Gott, 300. Es fehlt uns 300. Das heißt, wir brauchen 2400. Okay, dann machen direkt mal 50, ne? Plus 50 ist besser als das. Ah, ne, wir hätten beides nehmen können. Verdammt. Oh mein Gott, jetzt kriegen wir, glaube ich, richtig viel. Okay, pass auf, mach dir auch was gefasst, Mülkern. Oh mein Gott, okay. Mach dir auch was gefasst. Kommt jetzt? Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich eine neue Katze. So, plus 50, plus 30, plus 50, plus 100. Oh yeah. So. Es geht noch weiter. Wow, er springt über Lava. Aber nein, nein, jetzt wird so... Oh, no. Ey, warum ist dann... Ey, das fehlt uns nur 200 oder so, fehlt uns jetzt, ne? Ey. Das kann nicht sein. Sonst jetzt so wenig fehlt. Wir müssen nochmal die Stärke gleich upgraden. Ja. So, jetzt hier schön einmal durch. Wir sind noch Level 38, sehe ich gerade. Wir sind schon echt gut weit gekommen. Also, da müsst ihr auf jeden Fall nochmal die erste Folge abchecken, Leute. Wie wir da von der Katze... Und ja, es fehlen 192, ne? Kannst du nicht vorstellen, das war so knapp jetzt gerade. Aber wir machen das in den nächsten Runden. Wir machen einen neuen Highscore. Wir machen jetzt gleich einen neuen Highscore. Guck mal, jetzt hier das Rote weg, das Gelbe weg. Erstmal jetzt direkt schwächer werden um 100, na ganz toll. So, kein Problem aber. Da vorne sich ein Mystery-Rad, was schon mal wichtig ist. So, vorsichtig. Und dahinter Würstchen, ne? Und dahinter Würstchen. Und ich hoffe, das bringt uns ein bisschen was Essen jetzt hier. Wir kriegen 30 Gems, ist in Ordnung. Gems brauchen wir fürs Upgrade, aber das war ja, guck mal, 1100. Was eine Runde, wow. Die ist echt schlecht, die ist nicht wirklich besonders gut, ne? Also da können wir jetzt hier schon die ganzen Gems einsammeln, aber da werden wir jetzt gleich kein krasser Tiger leider werden, ne? Also das ist jetzt nicht besonders gut. So hier, schön rein, aber ja, guck mal, da fehlen ja über 500. Oh. So, mal gucken, haben wir jetzt das Zebreiz? Wir haben das Zebreiz fast. So, ich baue jetzt hier mal kurz da. Stronger. So, jetzt komm. Das schaffen wir jetzt. Jetzt wird's was Krasses. Jetzt wird's heftig. Oh. Plus 70. Oh nein, ich sehe schon wieder Minus, ne? Ey, nein. Minus 80. Ey, das ist ja plus 100. Das bringt ja nichts, wenn es halt... Warte mal, mach mir 60. 60 schlau. Oh Gott. Was bringt das überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Das hatten wir schon mal ein paar Mal gehabt, ne? Ich weiß auch nicht, was es bringt. So, hier vorsichtig balancieren. Ich glaube, Speed. Unser Essen ist jetzt einfach eine Babyflasche, deswegen bekommen wir so wenig. Ja, deswegen kriegen wir nur so wenig, ne? Guck mal, jetzt hier plus 60. Ja, aber guck mal, jetzt kommen wir kommen nicht mehr über 200 jetzt, ne? Nee. Oder kommen wir vielleicht an 200 ran? Nee, wir kommen nicht mal an 200 ran. An 2000 meine ich. Okay, jetzt erstmal ganz kurz das Zebra auseinandernehmen, Leute. So, das ist ein Esel. Stimmt, das ist ein Esel-Zebra, ne? Stimmt, hä? Guck mal, jetzt. Boom! Alter, vielleicht kriegen wir was Krasses jetzt in der Kiste. Oh mein Gott, komm schon. Zur Kiste, ja! Ich glaube, dadurch kriegen wir wieder Gems oder sowas, ne? Kann das vielleicht angehen? Das wäre so gut. Haben wir Gems bekommen? Wir haben Zebra bekommen. Collect? Ja, wir haben ein bisschen Gems. 4200 haben wir jetzt, ne? Das heißt... Oh, können wir... Oh nein, aber gleich. Gleich, okay. Ich gehe gleich auch nochmal kurz ins Zoo rein, damit wir auf jeden Fall das Ding da hinsetzen, ne? Das hier da hinsetzen. So, plus 50. Jetzt hier schön durch den Holzstamm durch, ne? Alles entspannt, Leute, hier. Das wird jetzt richtig crazy. Wir werden gleich der krasseste Tiger aller Zeiten werden. So, plus 30. Wie viele Burger? Hier, oh, was denn plus 10? Was sollen wir denn damit? Da kriegen wir mehr vom Burger fast. Ey, aber, was ist denn das? Wir haben direkt einen Gegner. Was? Wir haben direkt einen krassen Gegner? Wir haben direkt einen Nashorn oder was? Was geht denn jetzt ab, Alter? Wir kriegen jetzt richtig viele Tiere. So, guck mal.
Oh nein. Und das bedeutet, wir bekommen mehr Geld. Dann kriegen wir mehr Geld, ne? Finish him und zack, Alter, das Nashorn. Oh, nochmal eine Kiste, bitte. Nochmal eine Kiste. Wieso hatten wir direkt das Nashorn, Alter? Was war denn jetzt los? Das war ja unnormal. Rhino haben wir jetzt auch direkt eingesammelt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt können wir nämlich hier S75. Oh nein. Okay, lass mal kurz im Zoo kurz das Zebra reinpacken, ne? Wir packen dazu das Zebra rein, so. Ich finde das gut, dass alle Freunde bekommen. Ja, ist wichtig, dass die alle Freunde bekommen, ne? Sonst sind die auch alle traurig. Das wollen wir auch nicht, ne? Die sollen sich hier ja wohlfühlen. Richtig. In dem Ding. So, zwei Nashörner schon mal. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Machen jetzt hier wir brauchen nämlich 25 Gems. So, ich mach jetzt mal das 100er-Ding. Mal gucken, was das bringt. Ist das schlau oder ist das dumm, was ich hier gerade mache? Vielleicht. Ich glaube, das macht den Tiger nur aggressiv oder so, ne? Ich glaube ja. So, stärker. Hier stärker werden. Ess die Feuerdinger auf. Eigentlich müssen wir die Leute... Warte, was bringt das eigentlich? Nein, aua, oh, die schlagen uns. Der hat uns 10 Essen weggenommen. Ist so, Alter. Wir kriegen voll wenig, Leute. Wir kriegen ja voll plus 25. Was soll man damit? Hier wieder plus 25 hier vorne. Davon können wir uns ja nichts kaufen, ist das Problem. Wir brauchen 9 Tiger. Wir brauchen 9 Tiger, Leute. Egal, jetzt kriegen wir hier die Gems. Alles entspannt. Leute, wir starten jetzt mit einem richtig krassen Upgrade. So, zack. Und zack. Und die auch nochmal hier. Zack, Leute. Oh. Alle Gems mitnehmen. Und hier alle Gems mitnehmen. Aber ich glaube, mit 1800 kommen wir nicht weit, ne? Nicht weit. Nein. Wir kommen zwar wieder bis hierhin, bis zum letzten Ding. Es fehlt uns noch 600 fast. Ja, eben hat uns nur 200 gefehlt. Wir haben direkt einen Alligator. Und wir können. Wie? Stärke: 1750. Alter. Haben wir 150 dazu bekommen? 150 haben wir dazu bekommen, ja. Also, Alter, wenn glaub, wir jetzt eine gute Katze. Runde haben, dann können wir direkt, weil das nur minus 20 ist schon mal in Ordnung, das ist nur minus 20, das ist ein Burger. Ja. Und das plus 80, das auch gut ist. So, hier schön. Oh mein Gott, das könnte der Run werden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall 2400, ne? Da vorne ist nochmal plus. Ich hoffe 400. Sonst wird's echt ein bisschen schwierig mit dem Tiger. So, jetzt kommen wir schon. 40? Schön durch. Ja, plus 40, ja, noch den Burger mitnehmen. Oh no. Nein, das kann nicht sein. Aber wieder über 2000, das ist gut. Aber jetzt kommen wir über 2000, das hast du recht, das ist echt gut, ne? Und wenn wir halt mehr haben, multipliziere ich jetzt natürlich auch mehr. So, jetzt hier schön einmal alle Gems mitnehmen. Alle, die man da hat. So, von links nach rechts. Oh, eine mal sehen, verdammt. So, jetzt hier schön mitnehmen, Leute. Wie viel fehlt uns diesmal? Ah, uns fehlt diesmal... Oh, 370. 370. Also gar nicht mal so wenig, ne? No. Alligator, haben wir jetzt schon wieder. Noch ein? Hä? Wie viele bekommen wir? Zwei bekommen wir einfach? Das ist ja verrückt. So, komm. Stärker werden und Sprung. Wow, aber minus 50. Und da vorne kriegen wir plus 30. Was soll das? Wir werden immer schwächer, Leute. Hier das ganze Fleisch mitnehmen, Leute. So, aber ich glaube, wir schaffen es irgendwie nicht mehr. Und es kommt jetzt auch gar nicht mehr der Alligator. Das heißt, wir können auch gar keine neuen Tiere einsammeln. Wie sollen wir denn am besten hier dem Turm helfen, Mökan? Das ist der schiefe Turm von Pisa. Das ist schief. Müssen wir seine... oben das weg? Nee, wir müssen, glaube ich, das Gewicht wegmachen, ne? Ah, das Gewicht. Und jetzt, jetzt ist der Turm gerettet. Und glücklich. Okay, hilft dem Hamster, nach Hause zu kommen. Müssen wir... Oh mein Gott, nein. Nein. Hä? Lösche das Überflüssige. Das hier ist doch überflüssig, ne? Olympische Spiele. Glaube ja. Oha, wie gut du bist. Jetzt, ich habe gerade einen Lauf, ne? Ich habe jetzt einen Lauf. So, weil ich sag, das ist eine süße Katze. Eine süße Katze. Ja. Oh mein Gott, du hast recht. Die ist sogar wirklich süß. Oh. Ah, aber so süß ist jetzt nun auch nicht, ne? Nee. Also, da habe ich schon mal süßere Katzen gesehen. Verlasse die Friendzone. Dann machen wir doch mal das weg. Ja, guck mal. Gibt gar keine Friendzone für den Kollegen. Hilft dem Detective. Müssen wir das vielleicht machen? Hä? Nein. Okay, jetzt ist wieder tricky. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder überlegen. Müssen wir es vielleicht so machen? Oder müssen wir nur die Oder Augen? Nur die, nee. Oh. Nur die Augen. Oh. Damit er so durchlesen kann, ne? Ah. Okay, wähle die richtige Brille. Was glaubst du, ist die richtige Brille für den Kürbis? Die grüne. Die grüne, ne? Das heißt, die anderen machen wir weg. Oh nein. So? Ja, okay, ja. Jawohl. Richtig stabil. Finde eine Unterkunft. Der Berg, das ne? sehen wir doch her. Eine Höhle. Sieht auch gemütlich aus, ne? Muss ich sagen. Ja. Für den. Was hat er zu verbergen? Gucken, was hat. Oh. Nudeln! Nudeln einfach. Er ist die ganz viele Nudeln einfach. Okay, wer stört bei der Arbeit? Der PC?
Ah, die Katze wahrscheinlich da oben. Was? Huch? Was ist denn da los? Okay, hier oben die Katze, die stört bei der Arbeit, Leute. Und dann ist immer noch der was PC. Was hat er denn gemacht mit der? Ich weiß auch nicht, was er mit der gemacht hat. Beruhige das Baby. Welches Baby denn? Das Kind. Was hier so? Das ist ein... Oha, das sieht aus wie ein Ungeheuer. Ja, hä? Okay, so ist... Das war einfach nur verschwommen. Wir finden den Liebhaber hier drin. Der... Oder? Ja? Noch ein? Die hat zwei? Oh mein Gott. Oder hier. Warte, ich habe jetzt ein... Oh, muss ich das noch... Oh, was? Okay, wir mussten das zweimal löschen. Zweimal dasselbe löschen. Okay, Lotterie. Komm schon. Du darfst jetzt entscheiden, Möckern. Was sollen wir hier wegrubbeln? Okay, mach die obere Seite weg. Die obere Seite? Okay, ja. Ui, das ist aber... Falsch. Das ist falsch. Die Mitte. Die Mitte. Das heißt hier... Und? So. Auch falsch. Auch nicht. Was denn? Von oben die Mitte nach unten die Mitte. Von oben die Mitte nach... So? Ja. Nee, hä? Auch das falsch. Geht gar nicht. Dann unten alles weg? Ich glaube, du musst... Oh mein Gott, ich glaube, du musst so machen. Ja! Guck jo. Mal. So gewinnst du denn was. Alter, ah, okay. Wir sind reich. Teile in vier Teile. Wie soll man das in vier Teile machen? Hä? Oh! Oh! Was? Hä? Okay. Einfach so ein komisches Geschenk, noch nie gesehen. Wer ist der Vampir? Der hier. Natürlich der... Hä? Oder? Nee, der ist es nicht. Die hier? Nee, die. Oder was? Oder hier im Kuchen? In der Mitte die... In der Mitte! Ach so, wenn die Kerzen aus sind. Oh mein Gott, wenn die Kerzen aus sind, dann wird die böse! Hey, mache einen Toast. Das Ding runterziehen. Nee, warte. Hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist das Toast. Oh und das Toast ist fertig. Nee, oder? Wie kriegt man das jetzt am besten nach oben, das Toast? Rechts nur den halben Knopf wegmachen? Den halben? Das oberste, ne? Ja. Oh, es wäre eine gute Idee auf jeden Fall gewesen. Oh mein Gott, das war's sogar! Oh, lol. Alter! Okay, führe die Operation durch. Oh, Babys. Was? Babyerbsen. Babyerbsen, guck mal, wie der weint. Verbinde sie. Ich glaube, wir müssen dafür einmal das hier ein bisschen besser machen. Ja, so. Oh, wow. Ja, guckt, Leute. Okay. E ist gleich M, C Quadrat. Okay, was hat er denn hier hinten da, das Bild? Sava. Hilft dem Studenten. Man kann... Kann man hier was machen mit der? Nee. Da. Nee, okay, müssen wir, glaube ich, einen Bildschirm so machen. So, zack. Er weiß die Lösung, Leute. Sie haben Angst vor der Achterbahn. Wie dann jetzt? Dann machen wir den Looping weg. Machen wir den Looping einfach weg, ne? So. Guck mal, nichts los hier bei der Achterbahn. Lege das Schiff an. Müssen wir eigentlich nur so machen, ne? Zack. So? Ja. Ja. Kein Helikopterplatz. Rette den Pinguin. Au. Darunter ist... Hä? Oder hier unten das Eis. Den Boden. Oh mein Gott. Oh. Und ja, und schon treiben die auseinander, okay? Ist das Steak? Machen wir das Steak weg. Ja, ne? Nee. Leg grad. Mach den Griff vom Pfannenwender. Ja, dann ist es ein Teller. Du hast recht. Oh mein Gott. Eyo, nicht essen. Nicht essen, das arme Steak ist am Bein. Find die Krabbe. Ja, da. Oh, was? Hier drin. Ich wusste es! Ich wusste es, dass sie da oben drin ist, ne? Die arme kleine Babykrabbe. Hol dir das Paket. Weißt du, was du da machen musst? Das Paket nehmen wir, indem wir da einen Haken hinmachen. Ich weiß, sonst wir machen einfach so. X weg. Ja, habe ich mir auch nämlich gedacht. Und zack, danke. Das Paket. Da haben wir genommen hier Haken, Leute. Alles entspannt. Nimm den Finger aus der Nase. So jetzt oder was? So, warte mal. Nein. Ey. Doch. Lieber wieder in die Nase rein. Okay, was geht denn jetzt ab? Wo sind ihre Kinder? Nein. Okay. Okay. Einen Film. Wie habt ihr gedacht, ne, ihr Schlawiner, ne? Ohne Spaß. Finde die Katze. Im Bauch? Es war klar. Ja. Es war so klar. Rette den Biber. Machen wir so. Ja, guck mal. Jetzt hat der hängt da nicht mal fest jetzt. Zu heiß. Dann machen wir die Sonne weg, oder? Dann machen wir die Sonne weg. Hast recht. Oh, jetzt ist ja, es zu kalt. Ja, jetzt ist es zu kalt. Der kann sich auch nicht entscheiden, ne? Erhalte die benötigte Farbe. Wir brauchen grün. Machen wir das, ne? Yes. Ja. Gelb plus blau ist nämlich gleich grün. Muntere den Hamster auf. Indem man...
Oh Gott. Das ist doch, das macht das Riesenrad weg. Wie weg? Ja, das ist seins. Das wird geklaut. Oh, was? Stimmt. Ja. Guck mal. Ja, guck mal, wie er sich freut, Alter. Hilft dem Mädchen. Okay, wir machen mal ganz kurz hier die Teile weg, ne? Auch hier am Mund. So, zack. Alles gut bei der. Warum die auch immer 5 Spritzen im Gesicht hat, ne? Bringe den Schneemann zum Schmelzen. Ja, es tut mir sehr leid, Herr Schneemann. Oh. Aber du wirst jetzt angepieselt von dem Hund. Nein. Oh, nein. Der Arme. Lösche das Überflüssige. Die Haare? Ich glaube, der ist ein bisschen jünger. Soll das Einstein sein? Und den Bart weg. Der muss eine. So, ne? Nee. Der vom Kinn nur den Bart weg. Oh, stimmt, stimmt. Der hat doch einen Schnurrbart statt Einstein. Der hat ihn schon mit der Zunge. Tatsache. Ja oder nein? Ja oder nein? Hä? Nee. Hm. Ah. Die Blumen weg. Die Haare. So, oder was? Hä? Ja. Warum auch immer? Check ich nicht. Check ich auch nicht. Rette die Oma. Da das, müsst ich, das ist keine Waffe. Das ist, glaube ich, ein anderer Typ. Guck. Oh ja, Mann. Das ist eine das sind alle Hä? Katzen mit Schokoriegel. Hä? Finde eine Nixe. Hm. Ja, ui, okay. Okay. Oh, da verliebt er sich auf jeden Fall hier in die Meerjungfrau. Finde das WLAN. WLAN? Nein, sag mir was. Als. Hä? Einmal oh. versteckt, hier ist einfach ein WLAN-V, ne? Läuft. Ui, das so oh, weg, oder was? Ja. Die Fenster nur. Nee, ich glaube, stimmt. Nee, so. Ah, yo, bitte, guck mal, die macht erstmal ihre Hände davor. Wo ist das Geld? Da. Nee, in seinem Bauch. Auch nicht. In da? Bauch. Auch nicht. Im Hut. Guck mal, das ist Loch oben. Sparschwein. Wie funktioniert der Geldautomat? Was? Das ist eine Lüge. Funktioniert der so niemals. Nee. Da ey. Ist mein Geld. Was? Da kommt er also immer aus dem Wald. Was geht denn jetzt hier ab? Wecke das Mädchen. Ist geweckt auf jeden Fall. Rette das Mädchen. Oh, oh, so? Damit sie rausgehen kann? Nein. Ist da irgendwas im Sack drin? Hä? Hä? Nee. Das war der Zaubertrick aus. So, guck mal. Gib dem Mädchen das Spielzeug zurück. Wie können wir das so machen? Das ist hier so ein tricky Ding. Das muss man eben jetzt so machen, dass ich das so in die eine Richtung, glaube ich, weht, ne? Ey, ich schwör's dir, ich geb's dir gleich auf, ne? Ich habe keine Ahnung, was sein soll. Guck mal, du hast hier so Teile, dann können sie mal da. Oh, ein Bumerang oh war Gott, das. Was? Okay, easy. Rette den Kuchen. Indem das Feuer nicht da ist, ne? Yeah. Easy. So, nix los hier beim Kuchen, Madam. Alles gut. So, mach ihn freundlich. Da müssen wir noch die Augenbrauen. Muss man wegmachen, ne? Guck mal, jetzt ist er freundlich. Yeah. Ohne die Augenbrauen einfach. Nett. Was verbirgt der Wal? Einfach ein Schiff in sich drin, ne? Und da sind kleiner. So, mach sie alle gleich. Ja, das ist ja einfach. Guck mal hier. Zack, zack und zack. So, sind alle leer. Alle wow. Batterien sind leer. Hebe die Hand der Stange. So, gleichzeitig. Ne? Ja, schön. Wer lacht zuletzt? Oh, kennst du das? Denn, guck mal, er denkt jetzt, seine Karotte ist größer. Stimmt. Weil sein Strau nach außen größer ist. Dabei ist die Karotte aber einfach nur so. Und seine Karotte ist aber so groß. Oh mein Gott. Das heißt, warte mal, wir machen das einfach nur so, dass wir die unten revealen. So. Tja, der lacht auf jeden Fall zuerst, Alter. Sag ich dir so, wie es ist. Schalte die Lampe ein. Machen wir nur die Risse weg, ne? Oh, ach so. Oh, damit die reinfliegen kann, die das Glühbirnchen. Lösche das Überflüssige. Eins ist davon anders. Nein, nein, nein. Eins ist davon echt anders, ne? Ich gucke auch gerade. Aber welches? Hinten, die Dinger. Ja, ich sehe es. Das hier ist überflüssig. Ja, yeah, da war nämlich ein extra Fenster hinten dran. Hilfe beim Überqueren der Straße. Indem einfach das Auto wegmachen. Auf Rot machen. Oh, das Auto wegmachen? Nee, wir machen einfach Rot. Oder wir machen Grün. Ja, okay. Dann kann er anscheinend überqueren. Obwohl die Ampel ja eigentlich für die Autos sind, ne? Sorge für die Romantik. Das Licht aus. Das Licht aus? Im Mond? Oder so einfach? Komplett dunkel. Komplett dunkel ist aber nicht romantisch, ne? Kann man hier irgendwas machen? Hier unten? Für
die Romantik. Ah, ich kann es ein bisschen erkennen. Ich kann es ein bisschen erkennen. Hier ist, glaube ich, so ein Herz. Ich glaube, das ist hier ein Herz, wenn du jetzt so das hast. Ja, ist ein Herz einfach. Oh mein Gott. Was? Okay. Wovon träumt er? Von was, hä? Von Gitarre spielen, der Rocker, Alter. Sorge dafür, dass das Schiff fährt. Machen wir die Brücke weg, ne? Natürlich. Ja, also manche sind richtig easy und manche sind ein bisschen schwieriger. Dann, wer hat ihren Laptop gestohlen? Ja, sie. Sie, oder? Nein. Die Katze. Die Katze. Was wäre hier drin gewesen? Oha. Er hat einfach ein Bild von der. Sag mal. Was geht denn bei dem ab, Alter? So, dann hier, verbessere die Note. Er hat... Warte, wie kann man jetzt am besten die Note verbessern? Er hat ein Minus. Wie du das Überflüssige wegmachst, oder? Ja, aber... Er hat eine schlechte Note bekommen, weil er so weit gekleckert hat. Guck mal, mach das Gekleckerte weg. Stimmt. Ah, ich wollte die Note an sich verbessern, ne? Aber das ist clever. Jetzt hat er eine 1 plus. Plus. Alter, wir haben gerade eine 1 plus gegeben. Was fehlt in der Tube? Zahnpasta, ne? Oder was? Der Deckel? Was fehlt der Tube? Der Tube fehlt Zahnpasta. Nein. Hä? Oder vielleicht nur das Etikett zu machen? Oh, ja, auch unten das Ding hat gefehlt. Stimmt. Von der zum Rausdrücken. Alter. Hilft beim Selfie. Da müssen wir mal ganz kurz hier die Haare wegmachen, ne? So. Kurz die Haare entfernen, damit die einen Dutt hat oder so, ne? So. Rette das Mädchen. Haut rein, Bienen. Oh nee, also das ist das hier? Oh nein, was da? Oh, da kommt Wasser raus und spritzt die Bienen weg. Hä? Hilft dem Bären. Oh, sein armer Reifen. Ich glaube, dafür müssen wir... Wie können wir den am besten reparieren? Das wegmachen, dass es zum Einrad wird? Ja! Ey, was? Finde den Schuh, der ist im Fisch drin. Nee, ist er nicht. Ist im Boot drin? Nein. Er sitzt auf... Hä? Unter seinem Hut. Ja, ne? Nein, hä? Ne, sag mal. Okay, wenn der nicht da ist, dann ist der... Finde den Schuh. Mach er hat gar von keinen, dem Fisch. Bro. Er hat doch gar keinen. Mach von dem Fisch den Körper komplett weg, außer den Mundbereich. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Was? Alter, dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen, Leute. Das war krass von dir. Was stimmt hier nicht? Das ist keine Ente. Das ist keine Ente, das ist einfach ein Schwein, hä? Kommt das denn her? Finde den Fehler. Okay, wir müssen eigentlich so machen, ne? Ja, okay, das war ja leicht. Alles war auf 12, weg auf 12. Wer betrügt? Sie hat nicht mal ein Baby, hat die, Alter, die tut so, aber ne? Aber die möchte eins. Die möchte eins. Vor wem hat er Angst? Vor seinem Kollegen. Nein. Unter seinem Bett, guck mal. Oh mein Gott, stimmt, das hab ich nicht gesehen. Rette den Panda. Wieso, das ist doch gar kein Hai, das ist ein kleiner Babyfisch. Aber guck mal hier, hallo? So? Jetzt isst er ihn. Jetzt ist es ein Eisbär geworden, ne? Löse den Streit. Hau rein. Gibt's keinen Streit mehr. Keiner streitet sich um eine Sache, die nicht existiert. Lösche das Überflüssige. Das Gesicht. Oder... Ah, ist ein Donut. Ja. Wie süß. Was stimmt hier nicht? Der Müll. Der Müll stimmt hier nicht. Weg mit dem Müll. Hä? Die Nase? Ach ja. Hä? Stimmt, die Sphinx hat gar keine Nase mehr. Hilf dem Ferkel. Ja, dann kannst du auf jeden Fall auch nicht riechen. Schaukel. Muss man dafür eins wegmachen oder so? Ah, ich glaube, wir müssen das untere wegmachen, damit er auf jeden Fall genug Dings hat. Ja, dann kann ich nur zwei schaukeln. Mach das Einhorn bunt. Hier so, zack, bunt. Warum hat das Einhorn darunter eine Glatze gehabt? Das ich weiß auch nicht, warum, ne? Enthülle das Geheimnis des Zauberers. Tja, so hängen die da nicht drin, ne? Alter, sehr unbequem sieht das aus. Mache sie glücklich. Essen. Geht. Nee, Handy ist weg. So, Handy ist weg beim Essen. Lösch das Überflüssige. Das ist wohl... Ah nee, das hier. Den Buckel. Den Buckel ist so. Hat auch gar kein Schaf oder gar kein Lama. Finde die Katze locker hier. Ja, das war klar, Leute. Leute, das neue Jahr ein. Easy. Warte. 2000. Ja, so. Einfach... Muss einfach nur die 1 wegmachen. So. Mach einfach das 2020 weg. Stimmt, oder? Mach mal unten rechts bei der 0 unten weg. Ah. Und dann ist es 2001. 2021 ist es dann. Okay, 21, weil das ist schon 2021. Okay, wir haben zwar 2023 bald, aber das ist 2021 dann. Wie kann das rote Auto herauskommen? So. Das war ja einfach. Also, wow. Okay, die letzten 7 Level, ne? Modernisiere. Ja, so, ne? Glaube ich. Ja. Ja, nur mit Touchpad, ne? Eine Ballerina. Ah, wie war das nochmal? Die haben doch so ein Tütü, oder nicht? Sowas? Hä? Was haben die Ballerina nochmal? So. So, ne?
Ja. Noch kürzer? Noch kürzer, glaube ich. So, guck mal. Stimmt. Zack. Ja, Mann. Okay, die ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Schieße den Pfeil ab. So, ne? Guck mal hier. Zack. So. Schieß los hier das Ding. Hä? Kannst du einen Bogen daraus machen? Ich kann einen Bogen draus machen, glaube ich. Oh mein Gott. So. Und so, oder was? Nee. Doch, nur genau den Bereich dann nicht wegmachen. Der hier? Ja, ja. Das soll ein Bogen jetzt sein? Nein, 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 und dann links auch weg. So. Also das weg, das nicht wegmachen und die beiden Sachen da. Die beiden Sachen? Ja, genau, und? Das ist ein Bogen. Zack. Hä? Ganz rechts ist ja nicht braun. Nicht so dunkelbraun. Ah. Weißt du, ja. So, okay. Und zack hat den Bogen. Und zack hat den Bogen, du hast recht, Alter, gut gesehen. So, finde den Schmetterling. Der ist doch hier. Hä, was ist das für ein Ding? Das ist der, yo. Der hat sich auf jeden Fall gut entfaltet, ne? Wohin gehört die Marke? Wohin gehört sie, hä? Dahin. Und was hat er zu verbergen? Oh, sein Gebiss unter seinem Hut. Und retten vor dem Drachen. Okay, so. Tja, dann ist er nämlich hungrig. Jetzt war das allerletzte Level. Was stimmte nicht? Und zwar das hier. So, jawohl. Wir haben alles geschafft, Leute. Das hinzubekommen, Mülkan, müssen jetzt hier erstmal die ganzen Flammen einsammeln. Oh, das sieht richtig, richtig crazy aus und richtig gutes Spiel. Hier, guck mal, hier können wir zu Eis werden. Das heißt, jetzt können wir eher so zu einem Eis-Dino werden. Und jetzt wieder zu so einem richtig krassen Magma-Dino. Sieht extrem cool aus, Leute. Jetzt können wir hier gegen so ein krasses Ding, glaube ich, kämpfen. Bam, 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 bam. Komm schon, geh drauf und komm. Oh, den haben wir auf jeden Fall geholt. Jetzt haben wir hier schon mal Level 1. Fast kommt, also wir haben es completed, aber wir kriegen jetzt hier nämlich bei den Elementen, Leute, neue Elemente freigeschaltet. Und heute werden wir probieren, alle Elemente natürlich zu holen. Was sollen wir zuerst machen? Hier natürlich das, ne? Und dann das. Ja, macht ja auch nur Sinn. Waffen kann man auch haben, andere Skins auch. Und was? Hüte auch. Ey, das wird, glaube ich, mega cool. Und ich glaube, wenn die jetzt nicht die Flamme einsammeln, sondern es hier nur quasi das Eis, also ich, guck mal, das steht auch oben Level, ist das Eis-Level, ne? Steht ja auch oben. Das heißt, wenn ich jetzt zu so einem Eis-Dino werde, ist, glaube ich, genau das, was ich brauche. Guck mal, wie das aussieht. Alter, wie krank. Der sieht richtig kühl aus. Und was ist das für ein Gegner? Sieht aus wie ein Enderdrache oder sowas, ne? Ja, oder stimmt. Ender-Dino ist das. Oh, jetzt sind wir viel stärker. Oh. Alter. Und wir haben Steinelement freigeschaltet. Hä? Wie cool ist das denn? Jetzt haben wir hier das neue Steinelement. Und jetzt müssen wir nämlich hier erstmal ganz kurz hier wieder Stärke leveln und leben. Jetzt müssen wir nur die Steine einsammeln. Weil dann werden wir jetzt zu so einem krassen Stein-Dino. Oh. Soll ich, Alter, mal links, was? Gehen? Was passiert links? Wow. Was? Der kann springen? Okay, jetzt sind wir komplett zu einem richtig krassen Stein-Dino geworden. Nein, bitte nicht, das ist das Feuer, was uns wieder wegmacht. Aber nur ein bisschen vielleicht, oder? Genau, nur ein bisschen, weil jetzt haben wir nämlich noch hier zwei Steine. Und wir haben jetzt gerade drei Schlüssel. Und was ist das für ein Ding? Ist das ein Wasser-Dino? Bam! Alter, was? Okay, den will ich aber nicht haben. Ich will ein Ding, jetzt will ein Dino bleiben. Also ein richtig cooler Dino, T-Rex. Und wir haben bald ein neues Element, und zwar Blitz. Und wir können jetzt... Oh, Kiste öffnen, Mirka. Oh mein Gott, let's go. Okay, welches soll ich nehmen? Du entscheidest. Oben rechts. Oben rechts, okay. Geld, 150 Dollar, sehr gut. Sehr gut. Mitte rechts. Ein Hut. Ey, was? Hey, lol. Und unten rechts. Und unten rechts und nochmal Geld. Okay, was wären die anderen gewesen? Sieht man vielleicht erst später. Guck mal, jetzt haben wir einfach einen Hut. Und wir können theoretisch auch noch der werden. Oh Gott. Aber dafür müssen wir halt Werbung gucken, ne? Wir werden jetzt ein Zwei-Elementariger. Ich weiß. Stimmt. Ach, lol. Sicher jetzt erst. Was? Okay, warte mal. Lass mal Stärke kaufen. Leben. Stärke. Leben. Okay. Und jetzt machen wir zwei Elemente in einem? Wie krass wird denn das bitte schon aussehen? Wie wird das denn aussehen, ja? Es wird, und der Hut einfach, ne? Der hat einfach einen Hut auf. Oh mein Gott, wir sind so ein krasser Steinmagma-Dino. Alter. Hä? Und wenn wir jetzt noch mehr einsammeln, so wie zum Beispiel jetzt so. Okay, man kann gar nicht so schnell rübergehen, sehe ich gerade. So, noch mehr einsammeln, dann kriegen wir, glaube ich, die ultimative, Alter, Power, das ist, ne? Krass. Ja. Siehst du das, wie wir aussehen? Und das ist hier, glaube ich, so ein Schleim-Dino. Der ist auch viel größer als wir, der noch 1000 Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Das war extrem knapp gerade. Aber wir haben ein neues Element freigeschaltet, und zwar Blitz. Und ich glaube, mit dem Blitz können wir... Alter, wir haben fast schon alle Elemente jetzt hier, ne? Das geht ratzfatz. So, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal schön... Was sind eigentlich Waffen? Was glaubst du, kriegen wir gleich für Waffen? Das ist ja richtig krass, ne? Ich glaube, so Pistolen oder so bestimmt. Könnte echt sein, ne? Oder so ein... Einfach so ein Drache mit so einer Mini... wahrscheinlich Drache. So ein Dino mit so einer Minigun. Oh. Okay, jetzt werden wir gerade ganz krass.
Jetzt werden wir gerade ganz, guck mal, da ist gar kein schwarzer Punkt mehr übrig. Da sind wir komplett, yo, wir sind komplett aus wie eine Banane. Wir sehen echt aus wie eine Banane. Und wir haben noch einen zweiten, oh mein Gott, Blitz gegen Blitz. Und das ist ein, was ist das für ein Ding? Sieht irgendwie ganz komisch aus, das Tier. Das ist ein Triceratops. Oh nein, der hat viel mehr Leben. Oh. Hey, was? Wir müssen upgraden. Oh, das habe ich vergessen gerade, oder was? Okay, dann müssen wir, die Stärke machen wir höher, ne? Vielleicht müssen wir den Skin freischalten. Vielleicht machen wir es gleich nochmal, Leute. Okay, das ist erstmal jetzt schön wieder die ganzen Energiesachen nehmen. So, hier schön durchgehen, Leute. Und was glaubst du, was ist so das heftigste Element, was wir heute bekommen können? Was glaubst du? Irgendwas Regenbogenmäßiges. Stell dir mal vor, so ein Rainbow-Dino, ne? Das war richtig krank. So, können wir den jetzt besiegen? Ich bin mir nicht sicher. Das war eben... Jetzt machen wir den platt. Nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, wir brauchen die anderen Dinos. Kann das sein? Ich mache noch mal ein bisschen mehr Leben. Wir brauchen aber die anderen Dinos, ne? Das ist das Ding. Flash gegen Splash. Da... Wir haben ihn. Oh, sehr gut, Leute. Okay, jetzt sind wir sogar schon 50% zu dem nächsten Element. Und ich glaube, wir machen direkt schon mal unsere Stärke wieder krasser. Na, jetzt können wir nämlich einfach Eis und Dings verbinden. Ne? Eis und Energie. Und Alter, ich was glaube, werden wir dann? Das wird ein richtig, richtig kranker Dino jetzt durch werden. Der sieht ja jetzt schon richtig crazy aus. Ja. Ich weiß, das sieht voll witzig aus mit dem Hut noch einfach, ne? Ich finde, der sieht echt aus wie eine Banane. Er sieht echt ein bisschen aus wie eine Banane. Also der Hut, wir haben jetzt 3 Schlüssel. Wenn wir das jetzt gewinnen, haben wir 3 Schlüssel. Du darfst wieder die Kisten aussuchen. Oh. So, komm schon. Oh, den kriegen wir. Let's go. Das ist kein Problem. Easy. Okay. Bro. Und neues Element. Was ist denn das? Das Todeselement? Hä? Gift. Ja, okay, komm schon. Dann, welche? Zack, diesmal du. Okay, diesmal, ich sag oben links, Geld. Oh. Mitte. Oh, neuer Hut. So ein Hexenhut. Und unten links, nochmal Geld. Okay, na gut. Dann nehme ich mal den... Wir nehmen den Hexenhut, ne? Wir probieren heute alles freizuschalten. Und das ist das neue Element. Ich bin gespannt, was das für ein Element ist. Soll ich mal ein bisschen mehr Leben? Ich weiß was. Wir werden grün. Wir werden, glaube ich, nicht grün. Ich glaube, wir werden so grau oder so werden, ne? Wir werden ein Skelett? Oder werden wir ein Skelett-Dino? Das wäre krass. Ey, guck mal. Wir sind Geister. Oh, verdammt. Hä? Ich habe mich allein gesammelt. Stimmt, wir werden Geister-Dino, glaube ich, gerade. Siehst du das? Diese Geister? Stimmt. Hä? Das sieht doch richtig krass aus. Und jetzt hier der Ender-Dino. Der wird keine Chance haben, sage ich dir, ne? Ender-Dino. Der hat keine Chance. Niemals. Guck mal, wir sind unaufhaltbar. Oh, jetzt haben wir 25% zum nächsten Element. Kein Problem. So, wir machen jetzt hier erstmal schön wieder die Stärke hoch. Und jetzt können wir nämlich den Tod und das Feuer verbinden. Oh mein Gott, was? Das bedeutet hier schön einmal durchgehen. Guck mal, wie wir jetzt aussehen. Hä? Und wir haben gleich schon wieder, guck mal, wenn wir das jetzt gewinnen, haben wir schon wieder 2 Schlüssel, Leute. Oh, ey, da kommt eine Rakete. Siehst du das? Was? Hä? Alter! Ich glaube, weil wir zu gut sind. Ja, da müssen wir diesmal ausweichen, hä? Alter, auf einmal kommt eine Rakete einfach, ne? Hä? Ich sagte so, wie es ist. Wir sind zu gut. So wurden damals die Dinos ausgelöscht. Ja. Okay, dann müssen wir anscheinend einmal ganz kurz hier rechts gehen, ne? Damit wir ihn nicht berühren. So, muss ich nicht mal. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall hier krasse Taktik und ich glaube, der ist wieder richtig krass, ne? Oh mein Gott, der hat so viel Leben. Der hat so viel Leben. Nein, so knapp. Der hat noch 200 Leben über. Nein. Aber kein Problem, Ökan, das schaffen wir jetzt easy. Natürlich. Jetzt haben wir ein bisschen den Dino... Oh, Vorsicht mit der Rakete, ne? Ganz vorsichtig, jetzt hier schön einmal einsammeln. Und jetzt... Oh. Der wird jetzt so draufgehen. Guck mal, wie doll ich da die ganze Zeit drauf hau. Alter. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Ding? Alter, das sieht ja richtig krass aus. Und 50% schon zum nächsten Element. Das ist einfach nur ein Kreis bis jetzt, ne? Richtig gut. Also, der wird richtig geheim gehalten. Wir haben sogar schon 2 Skins gesammelt. Hier nochmal ganz kurz. Jetzt müssen wir ein Feuerdino werden. Das ist auch jetzt kein Problem, Leute. Ey, ich bin jetzt gespannt, was wir als nächstes für ein Element bekommen. Und ich möchte mal wissen, was für Waffen wir bekommen. Weil, kriegen wir die in der Kiste? Kriegen wir die einfach auf den Boden gelegt? Ich meine, wie wird das sein? So, jetzt hier schön möckern. Schön durchs Feuer gehen. Boah, was ist das für ein Gegner? Digga, das ist irgend so ein Schleim-Dino. Der wird auf jeden Fall keine Chance geben. Oh mein Gott, der ist krass. Den haben wir schon mal besiegt. Der ist krank, echt. Digga. Der ist krank. Oh, no. Oh, der hatte 110 Leben. Was? Das war so knapp. Egal, wir kriegen das jetzt hin. Wir sammeln jetzt hier nochmal den Schlüssel ein, ne? Jetzt haben wir 3 Schlüssel, dann können wir gleich schön die Kiste aufmachen. Dann darfst du wieder entscheiden. Und jetzt werden wir den Dino. Brennen.
auseinandernehmen. Let's go. Ich klicke so schnell, wie ich kann. Ich klicke so schnell, wie ich kann. Ja. Stark. Sehr gut, Alter. Das war jetzt auch gerade echt ein starker Dino, muss ich sagen. Das war so knapp. Okay. Du darfst entscheiden. Oben rechts, würde ich sagen. Oben rechts. Okay. Oben im Minigun. Wir haben eine Waffe. Minigun, was? Das war... Okay. Welche jetzt noch? Unten in der Mitte. Unten in der Mitte. Das, okay. Unten, ja. Geld. Oh mein Gott, das war viel Geld. Und wie viel wär's das noch? Und wir nehmen unten rechts. Unten rechts. Und nochmal Geld. Alter, wir haben eine Minigun. Das war der Hauptgewinn, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, echt der... Oh mein Gott, da kommen Meteoriten jetzt, ne? Okay, pass auf, wir nehmen jetzt hier schön... So, okay. Wir müssen Feuer und Eis werden. Ey, was? Wir nehmen Minigun... Aber kann der das auch Ding schießen? Also, schießt der auch nochmal? Mal, das sehen wir am Ende. Das sehen wir, glaube ich, gleich. Kann der Meteoriten abschießen? Nee, ne? Okay, jetzt hier schön das Eis wieder mitnehmen. Ey, das ist so einfach ein Feuer- und Eisdrache, Dino, ne? So, eigentlich wäre das dann Wasser. Eigentlich schon, aber ich glaube, vielleicht schießt man da einfach mit Minigun, ne? Das wäre so krass, wenn wir jetzt hier gegen den mit einer Minigun schießen. So, schießt mit der Minigun. Wir haben keine Chance mehr. Oh mein Gott, der schießt auch mit der... Alter, wie schnell der drauf geht, weil wir die Minigun haben. Hä? Bro, und wir haben Wasser? Ist das Wasser? Sieht aus wie... Ja, Wasser. Wie Wasser, ne? Hä? Das Element steht da nicht, aber es ist, glaube ich, Wasser. Okay, ist ja krass. So, jetzt können wir uns schön auf unser Leben fokussieren, weil jetzt haben wir eine Minigun, die uns da vorne richtig viel bringt. Das haben wir direkt, da vorne direkt schon nochmal einen weiteren Schlüssel, was schon mal sehr gut ist. Und ich sehe oben gerade wieder eine Rakete. Oh nein. Die sind einfach komplett aus Wasser. Die soll man nicht... Aua, verdammt, ey. Nein, jetzt haben wir nicht die krasseste Power, glaube ich. Nein, wir haben nicht optimale Power. Ich hoffe, das reicht jetzt trotzdem. Ich glaube schon. Ja, das reicht. Komm, krasse. Oh, ja, die Minigun ist so wichtig, dass du die gezogen hast. Ja. Die ist so krank, Alter. Hey. Hä? Also, wenn wir eine Minigun... Ich frage mich, was wir denn noch für Waffen gelevelt bekommen. Guck mal, hier können wir jetzt Eis und das Ding, ne? Sehr gut. Eis und Wasser? Eis und Wasser. Das heißt, wir werden zu so einem richtig geisteskranken Eis-Dino. So, guck mal, jetzt hier schön den dritten Schlüssel mitnehmen, ne? Alles entspannt. Und jetzt hier schön mal durch. Ich glaube, der wird richtig krass. Ich glaube, den können wir nicht besiegen. Ich glaube, der ist zu heftig. Der sieht wieder aussieht. Der sieht schon wieder, der sieht mir so krass aus. Wenn er jetzt irgendwie 2500 Leben hat, dann... Ja. Oh nein. Oh mein Gott, was? Die Minigun ist zu krass, Bro. Alter, das... Nee. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Hätte ich nicht gedacht. Okay, du darfst wieder auswählen. Du wählst aus, weil du hast viel Glück gerade gemacht. Okay, wir nehmen oben links. Oben links, Geld. Viel Geld, okay. Das war viel Geld. Unten rechts. Unten rechts. Oh mein Gott, extrem viel Geld. Und oben rechts. Oben rechts und nochmal mehr Geld. Egal, wir haben Geld. Geld ist gut, ne? Geld ist hier gut. Schön. Einmal, zack, zack. Okay, jetzt haben wir ordentlich Geld, ne? Und wir müssen jetzt erstmal kurz zu einem Stein-Dino werden. Ey, die Minigun mit dem Hexenhut, ne? Das sieht einfach zu witzig aus. Das wird werden der krasseste Dino. Ey, da sind Spikes. Was? Wo kommen die Spikes her? Oha. Die Level werden echt immer schwerer, ne? So, jetzt hier schön... Die weiteren Steine einsammeln, Leute. Alles easy. Jetzt wird auf jeden Fall der Ender-Dino hier auseinandergenommen, ne? So. Das war easy. Guck mal, wie leicht. Wir haben noch 800 Leben gehabt, Bro. Was geht ab? Okay, was glaubst du, was das hier für ein Element ist? Sieht aus wie Luft, ne? Aus wie... Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Oder spektral. Spektral? Was denn spektral? Das ist ja krank. So ein durchsichtiger Geist irgendwie. Boah, das wäre richtig krank, ne? Richtig. Ich meine, welcher Dino soll denn da gegen uns gewinnen? So, jetzt hier schön einmal durch die Eiskristalle durchgehen, Leute. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Feuer, damit noch ein bisschen mehr Feuer dominant ist. Und da vorne, nein, das ist wieder der. Immer wenn wir gegen den kommen, ne, ist immer dann so auf einmal krass gewippt, ne? Wenn der jetzt 3000 Leben hat, dann war es das. Oh ne, easy. Das. Easy, ja, okay. Was? Okay. Und Gorilla, wir kriegen Gorilla. Also haben wir für unsere Skins gesammelt, ne? Oh mein Gott, das ist keine Luft. Ist das echt spektral? Das ist dieses Nether-Ding oder so. Was ist das für ein Ding? Warte mal, ich weiß es nicht. Skin, jetzt haben, es sind nur 3 Skins und wir haben jetzt hier schon mal die Hälfte an. Okay, was ist das für ein Ding? Das sehen wir jetzt ja direkt, ne? So hier, zack. Also ich sammle jetzt mal ein. Okay, ich bin sehr gespannt. Noch ist nichts, nicht viel passiert. Da ist der dritte Schlüssel, ne? Wir kriegen schon wieder deinen Schlüssel. So, und es ist irgendwie... Ach, wir werden zu so einem Enderdrachen. Hui, also Ender-Dino. Das ist das Ding nämlich. Alter. Und jetzt hier gegen das grüne Monster. Alter. Auch gewinnen. Wir gewinnen wieder. Easy. Die Alter. Die besten. Die Minigun, Bro. Die hat uns gerettet. Die hat uns gerettet. Krass. Das war krass. Okay, du darfst wieder auswählen.
So wie immer. Oben rechts. Oben rechts. Oh, okay, okay. Jetzt okay. Special in der Mitte. In der Mitte Special. Oh, ein Armeehut für den Schutz, ne? Und in der Mitte. Und in der Mitte. Oh, okay. Naja, keine neue Waffe ist, aber wir brauchen ja auch gerade keine neue Waffe. Deswegen ist er nicht so wild. So, wir nehmen jetzt hier nochmal ein bisschen Power und Schutz. Okay. Alter, das ist jetzt krass. Jetzt werden wir erstmal zu so einem Wasserdino jetzt. Ein kompletter Wasserdino. Mit Armeehut und Minigun. Und direkt der nächste Schlüssel, Leute. Auch wieder ganz, ganz wichtig. So, jetzt hier schön einmal. Okay. Oh, was ich mich hier gerade getraut habe. Okay. Den holen wir jetzt ganz kurz. Easy peasy. Bin ja nicht 3000 Leben. Oh, der hat 3000 Leben. Der hat 3000 Leben. Aber wir gewinnen trotzdem. Hä? Ey, das ist zu krank. Wir sind der krasseste Dino-Rat im Wilden Westen, ne? Also. Was kann das für ein Element sein? Keine Ahnung, was jetzt gleich kommt. Nicht. Also das muss, glaube ich, richtig krank sein. Also hier haben wir jetzt schon mal den zweiten Schlüssel direkt wieder, den wir jetzt hier einsammeln. Was hier wieder sehr gut wäre. Alter, wie das aussieht. Ein Geisterblitz-Dino. So, warte hier. Okay, das war cool. Das war cool auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall mal 4 Power. Und wir haben jetzt alle eingesammelt. Also wir haben die Maximum Power jetzt gerade gegen den Dino. Und wir gewinnen das doch. Na klar gewinnen wir das hier. Bam, Alter. Aber auch nur wegen der Mini. Okay, das. Warte, ist das Regen, wie du es gesagt hast vorhin? Könnte sein. Du hast ja so Regen gefühlt schon gewünscht, ne? Vorhin. Ja. Also hier Eis jetzt hier schön mitnehmen, Leute. Oh mein Gott, da ist der dritte Schlüssel direkt schon wieder, ne? Wenn wir gleich eine neue Waffe. Ich habe das Gefühl, wir kriegen gleich eine neue Waffe. Echt, wir sind echt Dino-Flüsterer, ne? Wir sind gerade richtige Dino-Flüsterer. Also, wenn ihr die alten Dino-Folgen nicht gesehen habt mit dem anderen Spiel, die müsst ihr unbedingt auschecken. Die sind sogar zu Drachen geworden. Da kommt übermorgen noch eine richtig krasse Folge, Leute. Die müssen auf jeden Fall auschecken. So, und jetzt hier, komm, gegen den Enderdrachen, Bro. Ja, easy peasy. Easy. Easy. Die Minigun ist es, also, wow. Und, Schleim. Das ist Schleim. Und jetzt komm, du darfst auswählen. Oben rechts, bam. Okay, Geld. Oben rechts jetzt immer in der Mitte. Geld. In der Mitte, Geld. Nein, brauch was anderes. Oben links. Oh, was ist das? Wie? Sieht aus wie ein Flammenwerfer. Das ist ein Flammenwerfer, was? Oh mein Gott, Bro. Und wir haben neue Sachen. Okay, jetzt hier schön. Okay, erstmal jetzt ganz kurz hier Gelee. Das ist eine komplett neue Runde, ne? Hä? Wir haben jetzt einfach einen Flammenwerfer. Das könnte sein, dass der nochmal... Oh Gott, was ist denn das? Wo kommt denn die Kugel her? Okay, läuft auf jeden Fall. Direkt schon wieder ein Schlüssel, das ist wieder wichtig. Und jetzt hier schön wieder Schleim mitnehmen. Oh. Wie aussehen. Ich hoffe, der Flammenwerfer ist besser als die Minigun. Ich glaube, als auch die zweite ist, ne? Die zweite Waffe. Ja. Und jetzt Flammenwerfer Boots, Alter. Der Flammenwerfer. Okay. Was ist das hier? Dynamit? Hä? Oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Okay, dann wieder ganz kurz Leben schnappen, weil wir haben auf jeden Fall genug. Jetzt hier Gelee und Enderdrachen mischen. Oh, jetzt werden wir richtig krasse. Jetzt werden wir die krankesten Dinos. Was kommt da? Meteoriten. Boah, ich möchte Enderdrache mit Geist. Ja, Enderdrache mit Geist, da hast du recht. Das wäre echt krank. So, guck mal, wie wir aussehen. Richtig krank aus, Alter. So, ist hier schön an den Meteoriten vorbei, nicht ausgelöscht werden. Let's go. Und dann einmal jetzt hier schön gegen den. Ich glaube, der könnte jetzt richtig stark sein mit 4000 Leben, ne? Ja, er hat 4000. Aber Flammenwerfer? Wir sind Flammenwerfer-Boys. Und was denn das für ein Ding auch noch? Was? Krass. Wir haben noch einen neuen Skin freigeschaltet. Das ist einer der krassesten Dinos gerade, die wir, glaube ich, hier bekommen haben. Ich guck mal gerade. Ja, es sind nur noch 2 Stück. Oh, langsam wird's interessant auf jeden Fall. Langsam wird's interessant. So, jetzt hier erstmal schön wieder Steinsprünge machen. Hier jetzt auch wieder Steinsprünge. Warum kann ich jetzt hier springen? Hä? Das hat gar nichts gebracht. Sind einfach nur hochgesprungen. Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat, aber schön die Steine wieder einsammeln. Und der arme Enderdrache oder Enderdino, der tut mir jetzt schon leid. Der ne? wird, ich wollte gerade sagen, der wird jetzt besiegt. Der wird jetzt sowas von besiegt. So, auseinandergenommen. Guck mal, so schnell kann er nicht gucken. So schnell kann er gar nicht gucken. Ey, die Waffen, das sind echt Gamechanger, ne? Und wir können jetzt wieder eine Kiste öffnen, ne? Du darfst wieder auswählen. Die Kisten haben uns gecarried. Sagen, wir machen unten alle unten auf. Also okay, unten alle links. Unten auf. Okay, machen wir alle unten. Oh, Piratenhut. Piratenhut. Ja. Wichtig, das ist, glaube ich, wichtig. Wir sind jetzt ein Pirat mit Flammenwerfer. Ein richtiger Pirat. So. Arr. Okay, jetzt komm. Ich muss belieben. So, hier schnell durchgehen. Oh, das war knapp. Direkt den nächsten Schlüssel wieder. Ey, wir kriegen so viele Schlüssel, ne? Und... Wir sind... Warte, wir mischen doch gerade Enderdrachen mit Geist. Enderdrache. Ja. Ey, was? Das sieht ja richtig krank aus, Alter. Und was ist denn das? Wir haben zum ersten Mal einen neuen Gegner. Was? Was ist das denn für ein... Ich glaube, der wird uns auseinandernehmen. Hä? Niemals, wir sind ein Pirat. Wir sind ein Pirat. So, und Piraten gehen nicht drauf. Die Piraten, oh mein Gott. Und wir haben Holz. Alter. Wir haben Holz.
Hä? Das war auch gerade ein Holzgegner. Das war ein Holzgegner, ne? Okay, es fehlen nur noch 6 Dinger. So, jetzt hier schön nochmal Leben mitnehmen. Jetzt können wir, jetzt haben wir auch was Neues. Holz einfach, geil. Jetzt werden wir einfach so ein Baum. Ja, wir werden einfach ein Baum, Baum-Dino. Ey, was? Das ist, oh mein Gott, da ist schon wieder eine Rakete gewesen, ne? So, jetzt hier schön einen Schlüssel einsammeln. Haben wir schon wieder 2 Schlüssel. Das sieht echt unnormal krass aus. Na, guck mal, jetzt haben wir Level 23 jetzt auch schon. So, und jetzt wird der auseinandergenommen. Wasser gegen Holz. Der wird uns nicht aufweichen. Oh mein Gott, über 4000 Leben. Oh, wir haben trotzdem gewonnen. Digga, der Flammenwerfer. Tornado. Hä? Ey. Wir werden gleich zu einem Tornado-Dino. Also, wenn das so ist, das wäre richtig crazy, ne? Wenn wir jetzt zum Tornado-Dino werden. So, jetzt hier schön die Blitze einsammeln. Und hier einmal schön die Blitze mitnehmen. Und nehmen wir noch einen Schlüssel mit, dann können wir jetzt gleich wieder was öffnen. Hui. Und hier nochmal die Blitze mitnehmen. Okay. Hui. Und schön gegen den Dino kämpfen. Besiegen. Alter, der war stärker wieder. Der war der Stärkste bis jetzt. Der war bis jetzt der Stärkste. Und jetzt machen wir die Kiste auf. Und was glaubst du? Was machen wir jetzt am besten? Ich sage, unten rechts ist eine Waffe. Unten rechts ist eine Waffe? Okay, schade. In der Mitte oben ist eine Waffe. In der Mitte oben. Oh. Okay, die Waffe ist unten links. Unten links? Oh mein Gott! Als ob! Was? Bro! Was ist das für ein Laser-Dingens? Hä? Ein Laser-Minigun. Die sieht richtig verrückt aus, ne? Die sieht unnormal verrückt aus. Okay, wir müssen jetzt Blitz mit Holz mischen. Hier Alter. Schön ein paar Blitze mit in den... Wie cool das aussieht. Das sieht unnormal cool aus, ne? So, jetzt hier schön einmal in der Mitte durchgehen, dass wir nicht aufgepikst werden. Ey, wir haben so eine coole Textur, ne? Das sieht so krass aus. Aber so ein Zebra. Was ist das denn? Eine Elektrowaffe? So, und jetzt? Oha. Alter, okay. Oha. Wir starten natürlich mit einer Pistole, Mirkan. Guck mal, jetzt können wir oh Gott, was? Wir haben direkt einen Revolver und direkt so eine Wasserpistole. Eine Wasserpistole. Okay, warte mal, das heißt, wir müssen die Felder freischießen. Oh, nein, nach links, nein. Okay, das haben wir. Okay, das heißt, wir dürfen auf jeden Fall nicht bei diesen Feldern hinlaufen, die wenn Dinger wir die laufen, nicht abschießen können. Ne? Ja. Nee, das dürfen wir nicht machen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier das Ding, hier so ein bisschen die Teile, ne? Und dann gehen wir nach links, sagst du? Oh, schade. Wir sind zwei. Hä, wir sind... Achso, lol. Und eine Shotgun. Jetzt kann ich so doppelt schießen und sowas. Hä, was geht ab? Oh. Wieso schießt du so krass schnell? Warum kriegen wir so viel Geld? Wow, oh nein, okay. Wir können anscheinend hinten richtig, guck mal, siehst du die Rakete ganz da hinten? Oh mein Gott, ich seh's. Da können wir hinkommen, Leute. Und das ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir halt auf den Mond gehen und eine extrem krasse Waffe bekommen, Leute. Oh nein. Komm schon. Na, oh. Aber vielleicht war es ja besser, weil das, ich glaube, Triple ist besser als Fire Raid, oder? Man kann ja beides, glaube ich, nehmen, oder? Oder kann man? Ich weiß gar nicht. Okay, wir nehmen einen Menschen mehr. Minigun leider noch nicht, aber das Geld können wir mitnehmen, Leute. Das Geld, die Pistole, oh mein Gott. Und man kann echt beides mitnehmen. Ja, guck mal, er wechselt es dann wieder, ne? Weil ich glaube, Pistole war jetzt voll schlecht. Ich glaube, aber können wir gleich die Waffe holen. Okay, lass mal so hier holen. Feuerrate. Okay, noch ein Menschen mehr. Noch ein mehr. Oh Gott. Sniper. Bro, jetzt haben wir einen Sniper. Yo. Wie viel Schaden macht Bro, was liegt da? Bro, ich hab mir... Was ist da? Was sind das für Sachen? Guck mal, wie das wegschießt jetzt hier. Alter. Ey, aber jetzt bräuchten wir mehr Entfernung, sehe ich gerade, ne? Ja, okay, ja. Das wird schon schwierig. Nein, okay. Also, aber wir können schon mal starten mit der Waffe. Oha. Und somit haben wir schon mal ein besseres Anfang-Level. So, und dann hier. Okay, müssen wir aufpassen mit solchen Sachen. Hä, jetzt bin ich wieder eine normale Pistole? Oh, es ist nur für eine Runde. Oh mein Gott, Bro. Jetzt haben wir was oh denn das? Hä? Was? 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 Guck mal! Ich will dir nichts ein. Nein! Ey, jetzt hat er das anders gerade ein. Alter, was geht hier ab? Alter, da war gerade. War das gerade eine Art. Das war doch gerade krass. Bro, was geht hier ab? Guck mal, der schießt so dreimal oder hey, so. Hä, was bist du? Ich habe keine Ahnung. Wir kommen aber jetzt hoffentlich extrem weit. Ja, nein. Oh mein Gott. Alter, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch mehr holen, Leute. Deswegen einmal ganz kurz die Pistole. Und jetzt wieder Menschen. Noch ein Menschen. Wir nehmen die Sniper. Was nehmen wir? Das ist krass, ja. Ne? So, jetzt hier pass auf, was passiert, wenn uns das trifft? Distanz war ich mal ein bisschen niedriger. So, dann, ich glaube, das war ganz gut, ne? Mit der Maschinenpistole, ja, Geld mitnehmen. Nein, wir den Menschen nicht mehr mitbekommen. Aber wir können jetzt hier, glaube ich, komplett auf eine Sache schießen und dann so vorbeisneaken links, ne? Ja. Ja, Tatsache.
Aber Problem ist, das ist noch nicht genug, Leute. Das ist noch nicht genug. Wir können es nämlich auch mit der Shotgun direkt schon mal starten. Und aber ich frage mich, was für krasse Waffen gibt es? Weil wir kommen ja nicht weit. Guck mal, diese Rakete war, glaube ich, gerade eines der krassesten Waffen, die wir uns hätten holen können, ne? Das heißt, einmal ganz kurz, Stars, nein, nicht getraut. Dann die Nuke. Ich glaube, die Nuke ist das Krasseste. Wow, ich glaube, ich hoffe doch. Hey, guck mal, der Pfeffer ist weg. Na, nicht ganz, nicht ganz. Oh, aber nein. Das war nicht schlecht, muss ich sagen. Also hier, Minigun. Höhen, Minigun. Bro, jetzt haben wir einfach, okay, Feuerrate erhöhen. Feuerrate erhöhen, das können wir leider nicht mehr. Feuerrate auf jeden Fall erhöhen. Ja, noch schießt du noch nicht wie eine Minigun, ne? Triple, oh Gott. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall nehme ich die andere Waffe jetzt hier. Und die Feuerrate nochmal erhöhen. Jetzt haben wir Triple und Feuerrate. Jetzt können wir nämlich das Ganze... Ah, das macht das nicht der Sinn. Wir wollen nicht weit kommen. Wir wollen das ganze Geld einsammeln. Das heißt... Oh nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Okay, kein Problem. Denn wir können es so machen. Wir erhöhen jetzt erstmal unsere Distanz. Ein bisschen mehr Personen. Wir nehmen auf jeden Fall wieder die Minigun. Und oh mein Gott. Okay. Okay. Was nehmen wir davon? Beides Minus. Distanz machen wir weg. Also, guck mal, wie weit unsere Distanz gerade schon ist. Yo. Ey, was? Wollen wir einfach mal durch die Mitte gehen? Meinst du, das ist das Schlauste? Ja, ich meine, ich probiere jetzt natürlich so viel Geld einzeln, wie es geht. Ach, das Geld auch noch mitnehmen. Oh, das ist ja so schwer, das Spiel. Ach, komm. Aber guck mal, wir kommen gerade nicht wirklich weiter. Ich glaube, lass mal das Anfangding holen. Lass mal probieren. Was? Hä? Hä? Okay, vielleicht das besser? Hey! Warum ist das am Anfang? Die Shotgun. Du gibst unser Geld aus. Hey! Hallo! Ey, das macht keinen Sinn. Okay, ich hätte gerne das Ding genommen, muss ich sagen. Ich hätte gerne die Raketen benutzt. Jetzt bewegen die Dinger sich? Alter. Okay, hey, das kann nicht sein jetzt. Okay, komm, wir nehmen Distanz, Feuerrate und nochmal Feuerrate mit. Oh, vorsichtig jetzt hier. Sniper anscheinend leider noch nicht. Doppelpistole. Den Nuke auch nicht, aber Geld mitnehmen, ne? Und Geld kannst du mitnehmen. Ey, aber Alter, was ist das denn für eine schlechte Runde jetzt? Wir haben ja nichts bekommen. Aber wir haben gleich Level 10 erreicht und ich glaube, Level 10 schafft man meistens immer so krasse Money Rounds, ne? Das heißt, wir kriegen da, glaube ich, gleich richtig viel Geld. So, Menschen, Distanz. Ne, auch noch nicht, ne? Ey, das kann doch nicht sein. Das hätte ich gerade so gerne gehabt, Bro. Triple. Aber jetzt können wir okay, Wasserpistole. Die Sniper. Okay, jetzt haben wir... Das kann gut werden. Bitte. Oh mein Gott. Alter, was? Oh mein Gott. Hä, das Oha. Okay, Sniper anscheinend auf einmal am heftigsten. Hä, guck mal, wir sind noch nie so weit gekommen. Wir sind noch nie... Ey, wir waren schon bei dem Roten, Leute. Ey, was? Okay, ich spare jetzt erstmal mein Geld. Ich spare jetzt erstmal das ganze Geld. Und wir gehen wieder weiter rein in die Feuerrate. Vielleicht ist der Revolver ja auch gut. Oh, jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Jetzt geht's... Nein, 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 nein. Ja, wir haben die Raketen weiterhin. Guck mal. Alter, die pfeffern so weg, ne? Ich glaube, das sind die Besten. Alter. Da guck mal, wie wir damit durchgehen. Wie wir durchbrettern. Wie wir damit durchbrettern. Wie wir damit durchbrettern. Nein. Ey, als ob die Sniper immer noch besser waren, ne? Das kann ich angehen. Okay, komm, wir nehmen jetzt das Ding. Wir haben jetzt hier den Nuke, den wir nicht nehmen können. Alles klar. Wir können einen normalen Raketenwerfer. Wir können den nehmen und dann nochmal Triple machen, ne? So, Triple. Alter, der geht jetzt voll ab. Und nochmal höhere Feuerrate. Das heißt, der schießt jetzt eigentlich gleich überall hin. So. Oh. Jo, also der geht aber auch schon gut ab, ne? Aber der macht echt wenig Schaden. Ist voll schlecht. Der ist leider zu schlecht, Leute. Boah, was müssen... Okay, pass auf. Wir können jetzt so reingehen. Feuerrate, Feuerrate. Ich glaube, Feuerrate ist wichtiger als die Distanz. Ja, so, das glaube ich jetzt auch. Jetzt haben wir Triple, nochmal Menschen und jetzt nehmen wir jedenfalls... Alter, es geht ab jetzt! Was ist das? Bro, was ist denn das jetzt? Guck mal, wie wir jetzt hier abgehen. Wir haben voll die krasse Feuerrate. Das ist das Geheimnis, die Feuerrate. Oh nein, 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 nein. Okay, wir müssen uns konzentrieren. Bitte, Feuerrate. Konzentrieren! Oh! Okay. Aber mit so einer schlechten Waffe? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Wir brauchen Feuerrate, Wir brauchen, pass auf, wir brauchen jetzt hier... Oh, komm schon, noch einen Menschen, genau. Den kriegen wir leider nicht. Da müssen wir jetzt die Distanz niedriger machen, glaube ich. Und Shotgun. Die war, glaube ich, krass, ne? Oder war das die Sniper, die krass war? Die war doch, die war krass. Die war, also...
Nee, Shotgun übel schlecht. Oh das nein. War, ey, das kann doch nicht sein. Wir wollen hin bis zur Rakete kommen, Leute. Okay, ich glaube, je mehr wir die Level aufsteigen, desto leichter werden wir hin zur Rakete kommen. Weil hier ist oh, noch wichtig. 500. So, so, so. Okay, nochmal Feuerrate. Was sind das jetzt hier für Teile? What? Okay, aber guck mal, wie die Sniper jetzt hier durchbrettert. Ey, das ist so krass, ne? Also die Sniper, das ist echt frech. Also die Sniper, Bro, die ist richtig krank. Also guck mal, wir kommen jetzt ja gerade extrem weit damit. Wir sammeln das ganze Geld jetzt hier ein. Okay, es wird langsam schon enger. Wir sind schon mal beim Roten. Wir sind schon mal beim... Oh, ey, was? Dann brauchen wir ja nachher die ultimativen Krankenwaffen, dass wir da halt weiterkommen, ne? So, pass auf, wir haben jetzt gerade extrem viel Geld bekommen. Nein, Distanz, oh Gott. Oh Gott, nein, Feuerrate haben wir jetzt auch nicht mitgenommen, ne? Nein, okay. Distanz, Feuerrate. Feuerrate und nochmal dick Feuerrate. Feuerrate plus 400. Oh mein Gott. Okay, es ist vorbei. Wie das aussieht. Und wir haben nur eine Waffe. Ja, das ist leider... Nein, wir kommen ja nicht aus dem grünen Bereich leider raus, Leute. Es fehlt uns gerade einfach eine richtig, richtig krasse Waffe. Okay, wir machen jetzt mal Distanz weg und gehen jetzt mal direkt hier wieder in diese Nuke, glaube ich, rein. Okay, jetzt haben wir gerade krasse Minigun und sowas, ne? Aber, kommt Sniper, nehmen wir mit. Feuerrate, den Revolver lassen wir jetzt mal ganz kurz. Ey, wir brauchen eigentlich so... Ich weiß nicht, ob es auch schlau ist, ob man sich einfach nur auf zwei so fokussieren muss, ne? Auf so zwei Reihen. Ich glaube, einer ist die Meta tatsächlich. Oh, ah, ja. Aber am Ende, ich meine, du brauchst halt dann die Distanz, damit das Ganze gut funktioniert, ne? Ja, das stimmt. Okay, dann komm, weiter geht's rein in die Feuerrate, Leute. Weil ich glaube, die Rakete werden wir auf jeden Fall heute noch holen. 100%. Distanz, das ist jetzt wichtig. Distanz, oh, links. Rein. Oh. Nein! Nein! Ist das Pistole, so wichtig gewesen? Bro. Jetzt haben wir nur einen Revolver. Revolver, nein! Ey, okay, warte mal. Wir nehmen, aber so unnötig, wenn man sich eine Pistole holt und die dann direkt wechselt. Ja, das stimmt. Das ist halt irgendwie, das macht halt gar keinen Sinn. Aber oh, wir können eine gute Fire Rate aufbauen. Oh mein Gott, Bro, jetzt kriegen, Alter, wir haben ja Distanz und Fire Rate und diese People. Triple ist, glaube ich, krasser, ne? Ja, Triple. So, und jetzt haben wir das Ding. Richtig. Mit Distanz. Ich glaube, wenn wir das alles jetzt ein bisschen so hin und her machen. Aber guck. Hä? Nee, okay. Nee. Das war es auch nicht, Leute. Wir brauchen eine andere Taktik. Aber die Maps verändert sich auch jedes Mal. Wir haben jetzt mal auch hier so eine Pfeile am Weg. So, wir machen Distanz jetzt mal ganz hoch. Dann machen wir People. Feuerrad auf jeden Fall. Rate. Okay, jetzt haben wir. Aber jetzt haben wir eine falsche Waffe einfach, ne? Das ist das Problem. Oh, das wäre so gut gewesen. Hätten wir jetzt die normale eben, Pistole, guck mal. Bro, guck mal, wir kommen damit nicht mal bis grün. Und wir haben gerade so die krassen Eigenschaften gehabt, ne? Pistole wechselt zu Pistole. Aber jetzt, guck mal hier. People, 500 Distanz ist geisteskrass. Also geisteskrank, meine ich. So, dann Geld mit... Also, echt. Okay, warte. Also, ich weiß nicht, das ist so schwer. Was ist denn Triple plus Triple? Stimmt, Triple plus Triple... Ist Triple. Okay. Ey, wir hatten gerade 500 Distanz, ne? Das haben wir gerade einfach verschenkt. Aber wir bekommen gerade keine Waffen. Nein, wir bekommen halt keine guten Waffen, Leute. Und ich will, also wenn wir diese Rakete gleich wegfliegen können, ne? Das muss so crazy sein, was, die ist es auch gerade wieder nicht. Vielleicht schalten wir auch dadurch neue Waffen frei. Ich glaube, das ist eher das, ne? Ich glaube auch, dass es das ist. Manchmal haben wir auch gute... Also, die Maps sind jetzt ja jedes Mal, ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, ne? Könnte gut werden. Oh nein, ey, das kann nicht oh sein. Oh mein Gott. Hä? Hey, wir können doch nicht... Okay, pass auf, das können wir mitnehmen jetzt. Und jetzt können wir dicke Feuerrate... Fire Rate, Distance. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas übersehe oder sowas, ne? Übersehen wir irgendwas? Minigun. Nein, Minigun wäre besser gewesen. Oh, die Raketen waren, glaube ich, krasser, ne? Als die Nuke. Weiß es nicht. So, komm. Jetzt ist Fokus hier nur wir auf zwei. Wir machen jetzt nur durch ein... Ja, oder durch zwei. Durch zwei. Und wenn es brenzlig wird, auf ein. Ja, ja, okay. Okay. So, und jetzt ist brenzlig, ne? Da? Ja? Ah, oh! Okay, ey, wir sind weitergekommen. Erste Mal bis rot. Wir sind weitergekommen. Das stimmt. Okay. Komm, wir gehen mal weiter. Okay, wir müssen jetzt hier sogar Distanz wegnehmen. Feuerrate. So, wir machen jetzt... Mehr Distanz. Ach, geht nicht. Mehr Distanz. Dann Triple. Dann machen wir... Und mehr... Jetzt haben wir so eine kleine Babywasserpistole, ne? Ey,
Das Problem ist bei Triple, er schießt zwar alles gleich ab, aber... Teilt er sich auf bei Triple mit dem Schaden? Das frage ich mich halt auch. Okay, jetzt haben wir direkt Triple. Das ist schon mal gut. Triple, Feuerrate schon mal hoch. Und wir haben eine Shotgun, das ist... Und wir haben eine Shotgun. Gut, die Sniper haben wir jetzt leider nicht mitgenommen. Das ging leider nicht. Wir können jetzt hier... People mitnehmen. Und... eine Raketenwerfer leider nicht. Also jetzt haben wir einfach nur so ein... Hä, warum sind wir auch nur zwei Revolver? Also, oh, das... Hä? Okay, warte mal, dann... Komm, wir schnappen uns das. Dann mehr Distanz. Und, warte, so... Distanz nochmal mehr. Plus 500. Okay, das war... Okay, ich mach nochmal mehr Distanz jetzt. Dann Triple. Und nochmal mehr Distanz. Alter, jetzt... Guck mal, er kommt ja nicht mehr da richtig aber durch. Aber es bringt nichts ohne Feuerrate. Bro, hätten wir jetzt eine krasse Waffe gehabt, ne? Ja. Ich glaube, man muss logischerweise für Distanz, glaube ich, leveln. Also klar, beides. Aber guck mal, ich gehe jetzt immer auf Distanz. Weil Distanz ist, glaube ich, das, was am krassesten ist. Guck mal, jetzt hat man Triple. Aber Triple bringt einen gar nicht so viel, glaube ich. Also, ich nehme die Sniper. Genau, die wollte ich. Jetzt haben wir eine Sniper. Guck mal, siehst du die Distanz jetzt? Guck mal. Wie weit, guck mal, jetzt können wir schön vorarbeiten. So. Ja, aber ich glaube, sobald wir hin und her wiggeln. Ja. Guck mal, siehst du, sobald dann kommt der. Alter, ist das ist aber richtig schwierig. Okay, man muss da richtig so eine Taktik haben. Das heißt, Feuerrate hoch. Die Minigun lassen wir jetzt. Das könnte eine gute Runde werden. Das könnte echt eine gute Runde werden, aber uns fehlt die Distanz gerade, sehe ich. Fire Rate plus Fire Rate? Oh nein. Oh nein. Notfalls halber den Nuke. Okay. So, jetzt ballern wir. Aber guck mal, die Distanz ist viel zu niedrig. Okay, jetzt vielleicht mit dem Ding. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Distanz nochmal. Jetzt ein bisschen Geld einsammeln. Oh, komm schon. Wir müssen einfach bei der Sniper bleiben, Bro. Aber guck mal, wie viele Leute wir jetzt bekommen. Lol, guck mal, wie unsere Distanz jetzt ist. Bro, was geht jetzt ab? Das ist doch nicht normal. Hey, was geht denn jetzt ab, Bro? Yo, aber wir haben auch 5 Sniper. Wir haben einfach 5 Sniper, ne? Und guck mal, wir können jetzt hier ein bisschen hin und her moven. Und, Alter, wir sind jetzt... Gott. Okay, jetzt bin ich gespannt, was bei der Rakete drin ist, ne? Wir haben 12.000 Geld, ne? Jetzt bin ich gespannt, was da... Was, Leute? Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wenn ihr von der Messe möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.